Hallo, hallo, schönen guten Abend. Ich heiße euch herzlich willkommen im Namen des Hau Hebel am Ufer zur nächsten Ausgabe von Unteilbar Denken, ein öffentlicher Think Tank, eine Ausgabe in der Hitze. Ich danke sehr, dass ihr heute gekommen seid, trotz des Wetters. Wir sind ja eigentlich geschützt hier, ein geschützter Raum sozusagen, ein hitzegeschützter Raum. Das ist erstmal die letzte Ausgabe von Unteilbar Denken, ein öffentlicher Think Tank vor der sogenannten Spielzeitpause des Theaters. Das ist eine Veranstaltungsreihe als Kooperation des Bündnisses Unteilbar mit Hau Hebel am Ufer. Ich muss euch als Gastgeberin auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Wir sind heute hier auch im Livestream zu sehen. Es gibt eine Kamera da oben und sie filmt hier die Bühne. Das heißt auch, dass die Leute, die hier mit auf der Bühne sitzen, mitgefilmt werden. Wer von euch nicht mitgefilmt werden will, müsste jetzt aufstehen und in den Raum gehen, der nicht mitgefilmt wird. Ja, was heute noch passiert ist, dass unsere Worte in Bildern übersetzt werden. Yorgos Konstantino, unser Zeichner, er begleitet jedes Mal, wo wir hier diskutieren, die Diskussion mit Zeichnungen, so eine Art visuelle Übersetzungen, sie werden hier zu sehen sein. Und damit gebe ich auch weiter an meine Mitmoderatorin heute, Sabine Haag. Sabine Haag hat diese Veranstaltungsreihe mit uns und Unteilbar Hau mit zu verantworten. Sie ist Mitkuratorin und heute moderieren wir zum ersten Mal zusammen eine Doppelmoderation. Wir werden sehen, wie es wird. Sabine? Ja, auch von mir eine herzliche Begrüßung. Schön, dass Sie und ihr es hierher geschafft habt, trotz der Hitze. Ist eine starke Konkurrenz heute Abend. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, heute im Namen von Unteilbar zu dieser vorerst, wie Margarita schon gesagt hat, letzten Runde des Unteilbar Think Tanks begrüßen zu dürfen und dann auch gemeinsam mit ihr heute durch den Abend zu führen und zu moderieren. Unteilbar Denken, was ist das? Nach der großen Demonstration im letzten Oktober, am 13. Oktober, hatten viele die Vorstellung und auch das Bedürfnis, nochmal vielleicht nicht nur nachzudenken, was am 13. Oktober passiert ist, aber natürlich auch voranzudenken. Wir haben also diese Reihe, wenn man so will, erfunden als einen Versuch jener neuen Gesellschaft, die am 13. Oktober auf den Straßen Berlins vielleicht erstmal einen flüchtigen Ausdruck gefunden hat, den in dieser flüchtigen Gestalt eine nachhaltigere Gestalt zu geben, durch das gemeinsame, laute, erprobende, öffentliche Nachdenken. Eine flüchtige Gestalt einer neuen Gesellschaft auf der Suche nach einer solidarischen Grammatik, wie man es vielleicht nennen kann, für das Zusammenleben, für das Miteinandersein der radikal Verschiedenen, für eine Gesellschaft, in der Unterschiede, und das wird uns heute Abend, denke ich, sehr ausführlich beschäftigen, die Unterschiede weder negiert noch zum Verschwinden bringt, die sie aber auch nicht gegeneinander ausspielt, die um den Unterschied weiß zwischen spielerischen, manche würden vielleicht sagen geschmäcklerischen Differenzen und jenen, die bis heute die zentralen Pfeiler der historisch gewordenen Unterwerfungssysteme darstellen, unter denen vielleicht Race, Geschlecht und Klasse die privilegiertesten Formen der Unterwerfung und Unterordnung sind. Und auch dieser Zusammenhang wird uns heute Abend intensiv beschäftigen, der Zusammenhang von Race, Class, Geschlecht, Sexualität vielleicht auch und die Auseinanderdividierung dieser Kämpfe gegen diese unterschiedlichen Formen von Unterwerfung unter soziale Frage versus identitätspolitische, anerkennungspolitische Kämpfe. Und Unteilbar Denken, ich habe es schon gesagt, ist ein Raum des lauten, gemeinsamen, erprobenden Miteinander-Nachdenkens. Wir wollen einen Raum schaffen, um gemeinsam nach vorne zu denken. Ein Raum für das Mit- statt das Übereinander-Reden. Und auch ein Raum dafür, in dem vielleicht jene zu Wort kommen können und sollen, die nicht täglich die Bühnen der Nation und die Talkshow-Podien
bespielen. Unteilbar Denken will Raum für den Zweifel schaffen, für die Erkundung dessen, was uns verbindet, aber vielleicht auch für das, was uns trennt. Und ich betone das mit dem provisorischen, dem gemeinsamen lauten Nachdenken deshalb, weil vieles, was heute Abend hier gesagt wird, keine fertigen, abgeschlossenen Positionen und Statements sind, sondern tatsächlich der Versuch, miteinander ins Gespräch zu kommen, etwas auszuprobieren, laut gemeinsam nachzudenken. Also nehmt das, was heute Abend hier gesagt wird, nicht als absolute Position, wo man dann sich schnell an sein Smartphone setzen kann, ach, hat gesagt, das und das gesagt. Und dann kann man das gleich in die eine oder andere Richtung verwerfen. Nehmt es als das, was es ist, ein Versuch gemeinsam über sehr kontroverse und sehr strittige Themen, die in den vergangenen Jahren ja auch viel Verwerfungen in den unterschiedlichen sozialen Bewegungen in Berlin und darüber hinaus produziert haben, das vielleicht etwas auch zu überwinden, indem wir nicht sozusagen so tun, als gäbe es keine Kontroversen, aber indem wir dennoch den Versuch machen, über die Kontroversen hinweg gemeinsam etwas zu erproben. Ins offene Denken also nicht druckreif gedachtes und insofern auch nichts, was gegen diejenigen, die heute Abend hier sprechen werden, in die eine oder andere Richtung verwandt werden sollte. Gut, bevor ich jetzt langsam an den Tisch zurückgehe und dann Margarita wieder das Wort ergreift, für die Anmoderation noch ein letzter Hinweis. Wie immer gehen die Listen von Unteilbar rum für diejenigen, die sich interessieren, was Unteilbar noch alles auf die Beine stellt. Das wird in den nächsten Monaten, insbesondere in Sachsen und Brandenburg, sehr viel sein im Vorfeld der Landtagswahlen dort. Wer sich also dafür interessiert, sich auch engagieren will bei den unterschiedlichen Aktionen und Aktivitäten von Unteilbar, kann sich in die Listen eintragen, um dann auf die Verteiler, die entsprechenden Verteiler zu kommen. Jetzt wünsche ich uns allen einen interessanten Abend. Sie alle werden in der zweiten Hälfte des Abends auch Gelegenheit haben, aktiv mitzusprechen und zu diskutieren. Und wir sind gespannt, wo wir am Ende des Abends rauskommen werden. Ja, danke Sabine. Sabine hat es eigentlich schon gesagt, was wir heute diskutieren. Wir widmen uns heute einer durchaus sehr lebendig geführten Debatte in letzter Zeit in unserer Gesellschaft, vor allem in dem Teil der Gesellschaft, der verschiedene soziale Kämpfe führt. Ja, und es ist auch ein Kernthema von Unteilbar, würde ich sagen. Also der Zusammenhang zwischen Kämpfe gegen Diskriminierung und der sogenannten sozialen Frage, der Zusammenhang von Anerkennungs- bzw. Identitätsfragen und ökonomischen Umverteilungsfragen im Neoliberalismus. Und Unteilbar hat das Ganze ja, wenn man so will, praktisch beantwortet am 13.10. Also hat gezeigt, dass diese Kämpfe alle wirklich zusammenkommen können in der Praxis. Wir denken aber, dass es mehr braucht, also quasi, es wurde da noch nicht alles gesagt und vor allem es wurde noch nicht alles gedacht. Das wollen wir heute machen. Wir wollen heute auch durchaus fragen, was eigentlich Identitätspolitiken sein sollen. Was meinen wir darunter? Was ist eigentlich die soziale Frage? Wie können diese Fragen ineinander, als ineinander integrierte und sich bedingende Fragen verstanden werden? Und da geht es auch, wie Sabine gesagt hat, darum auch durchaus dahin zu kommen, wo es weh tut, also auch an die Kontroversen heranzukommen, zum Beispiel dem Argument, also sozusagen die Debatte, wenn man sie jetzt idealtypisch zuspitzen will und sagen will, was auf der einen, auf der anderen Seite ist, gab es zum Beispiel das Argument, dass die progressiven Kräfte in der Gesellschaft sich zu lang, zu intensiv oder vielleicht zu einseitig sich um Identitäts- und Anerkennungskämpfe gekümmert haben, sozusagen Feminismus, Antirassismus, LGBTQI-Kämpfe und dabei ökonomische Fragen
Fragen oder Fragen von Klasse vernachlässigt haben. Und diese ganze Debatte ist ja auch nicht zuletzt deswegen aufgekommen, weil man versucht hat, den Aufstieg der Rechten zu erklären. Also das wurde eine Art zu erklären, warum auf einmal die Rechten zu einer Alternative geworden sind für die Leute. Die extreme Form dieses Arguments wäre zu sagen, dass die prioritäre Behandlung von sogenannten Identitätskämpfen den Aufstieg der Rechten möglicherweise mitverantwortet haben, weil sie das Feld der ökonomischen Kritik den Rechtspopulisten überlassen hätten. In diesem Zusammenhang, aber auch nicht nur in diesem Zusammenhang, werden zunehmend Stimmen laut, dass wir die soziale Frage stärker stellen müssen. Darüber werden wir reden und wir versuchen, wie Sabine gesagt hat, offen und laut zu denken, denn so einfach ist das nicht. Und ich beginne mit Kübra Gümüşsay. Kübra, du bist feministische Mitstreiterin von mir. Du bist bekannte Journalistin, Bloggerin, Netzaktivistin. Für mich bist du eine wichtige Brückenbauerin für Pluralität zwischen Welten in der Gesellschaft, die nicht so oft zusammenkommen und auch nicht so oft miteinander sprechen. Und erstmal quasi Sprung ins kalte Wasser. Wie bewertest du diese Debatte? Denkst du, wir haben die soziale Frage vernachlässigt zugunsten von Identitätspolitiken? Und vielleicht benutzt du überhaupt den Begriff Identitätspolitik und was wäre das für dich? Also es sind sehr viele Fragen. Ich beginne mal mit der letzten. Ich verwende diesen Begriff nicht und das nicht, weil ich grundsätzlich etwas dagegen hätte, sondern weil ich da ein Problem darin sehe, weil im Diskurs, wenn über Identitätspolitik gesprochen wird, so getan wird, als ging es nur um Partikularinteressen, als ging es sozusagen nicht um Strukturen, sondern es ging nur um die Interessen Einzelner und die Wehwehchen Einzelner und dann so Wörter, die dann so fallen, ist so Snowflake Generation, was in den USA immer wieder verwendet wird, so als Wort so zu tun, als seien, gäbe es eine ganze Generation junger Menschen, die sofort schmelzen würden bei der kleinsten Veränderung, Temperaturveränderung und so als seien dies Befindlichkeitsthemen und Gefühle, über die gesprochen werden würde und nicht tatsächliche Strukturen, um die es sich handelt. Deshalb meide ich diesen Begriff und ich halte es auch für sehr interessant, wie so getan wird, als seien Themen wie Antirassismus, Feminismus, Antisemitismus etc. Themen, wo es darum geht, dass jemand seine Identität in den Vordergrund stellt und als ging es nur um sozusagen Einzelpersonen oder um Gefühle, sondern es geht ja eigentlich um strukturelle Unterdrückung. Und insofern wäre auch die Klassenfrage eine identitätspolitische Frage, weil auch dort Menschen aufgrund ihrer ökonomischen Klassifizierung, wenn man das ganz grob fassen würde, auch Unterdrückung erfahren, systematische Unterdrückung erfahren. Und deshalb halte ich diese Dichotomie für eine konstruierte Dichotomie und widerspreche eigentlich sehr stark dieser Haltung und auch dieser These, die ja sehr gerne auch von Rechten benutzt wird. Wir hätten uns zu sehr um die Belange einzelner Minderheiten und marginalisierter Gruppen gekümmert und hätten die Großen den Hauptwiderspruch vernachlässigt. Und zwar deshalb finde ich das so interessant, weil diejenigen, die das sagen, jene sind, die nicht die Interessen der Arbeiterinnenklasse tatsächlich vertreten und aber diesen Ball sozusagen zuspielen. Aber wenn ich selbstkritisch auf uns schaue und gucke, was haben wir falsch gemacht? Dann sehe ich zwei Dinge, die wir falsch gemacht haben. Ich sehe eine Tendenz und ich glaube, dass das etwas ist, was uns sehr die Arbeit erschwert hat in den letzten Jahren, und zwar eine starke Individualisierung von Missständen, also ein sehr großer Fokus auf sozusagen das einzelne Leben, die einzelne Lebensgestaltung und weniger Fokus auf Strukturelles. Also um jetzt ein Beispiel zu nehmen aus der Debatte um die Klimakrise, es geht sehr stark darum, wie man ein einzelner Mensch Zero Waste lebt oder Bio einkauft oder etc., ob er fliegt oder nicht und weniger also das ist eine disproportionale Aufmerksamkeit, die eigentlich primär sozusagen im Vordergrund stehen müsste. Was ist sozusagen die Struktur dahinter und dann natürlich die Nachteile
zweite Frage, wer kann sich überhaupt so einen Lebensstil leisten? Und das Gleiche kann man auf die feministische, antirassistische etc. Debatten übertragen, wo es stark darum geht, was Individuen gesagt, getan haben und proportional weniger um das, was strukturell passiert. Und das ist nicht, weil ich sage, wir dürfen nicht über Individuen sprechen, sondern wir müssen aufpassen, dass wir Probleme und Missstände, die strukturell sind, nicht individualisieren und dadurch die Verantwortung von den Strukturen entziehen und sie und einzelne Menschen damit überladen. Das Zweite, was wir falsch gemacht haben, wenn ich noch darf, ist, wir müssen eine andere Haltung entwickeln. Und die Haltung, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist die Haltung von wir sitzen im Publikum und schauen auf dem Spielfeld zu, was in der Gesellschaft passiert und kritisieren. Und diese primäre Haltung als die Kritisierenden führt dazu, dass man nicht mit Verantwortung schultert und auch aus einer anderen Haltung heraus spricht. Also wenn wir kritisieren aus dem Publikum heraus, dann kritisieren wir mit der Erwartung an und mit der Forderung an. Wenn wir aber kritisieren würden als Menschen, die auf dem Spielfeld mitstehen, dann würden wir eine andere Haltung demonstrieren und würden sagen, wir müssen X und Y anders machen. Wir müssen und würden sozusagen uns auch Gedanken darum machen, wie bestimmte Dinge umzusetzen sind. Würden uns nicht nur damit zufrieden geben, zu kritisieren und damit unseren Job getan zu haben, sondern auch uns mit der Umsetzung beschäftigen. Und im feministischen Diskurs wäre das zum Beispiel, und da betrete ich vielleicht dünnes Eis, aber wir dürfen hier laut denken und das ist vielleicht unausgegoren, aber ich mache das jetzt mal, zum Beispiel sich der Frage zu widmen, gut, wir kritisieren sehr stark, wie man sich nicht verhalten soll, was sexistisch ist, ähnlich tun wir das bei der Antirassismusdebatte. Wir haben klar definiert und immer wieder wird neu definiert, was man nicht sagen soll, weil es diskriminierend ist. Und das hat alles eine Berechtigung. Wir brauchen aber auch einen Diskurs darüber, wie man sich verhalten kann, um sich nicht diskriminierend oder rassistisch oder sonst wie zu verhalten. Und das ist deshalb so wichtig, weil es ist, hat direkt hängt das mit der Klassenfrage auch zusammen. Es ist eine unglaublich große Ressource, die es einfordert, sich täglich mit diesen Themen zu beschäftigen und auf dem neuesten Stand zu sein, entsprechendes Wissen zu haben, sodass man in diesem Diskurs überhaupt mitmachen kann. Und wenn wir uns nicht auch darum bemühen, mit der Frage zu beschäftigen, ja, wie kann man sich denn verhalten, was sind denn sozusagen Etiketten, die wir entwickeln wollen, die für diejenigen, die nicht das intellektuelle Backup, nicht das Bildungsbackup, nicht das Zeit-Backup, nicht viele andere Ressourcen als Backup haben, um sich individuell das zu erarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein zweites Thema, was wir vernachlässigt haben und die mit in diese Dichotomie sozusagen reinspielen, die konstruiert ist. Danke. Guillaume Pauli. Herzlich willkommen in unserer Runde. Du bist der Zweite, der heute was sagen kann. Nach deiner eigenen Selbstdarstellung, die ich auf deiner Homepage gefunden habe, Müßiggangster, Demotivationstrainer, neben Philosoph und Autor unter anderem des Manifestes der glücklichen Arbeitslosen. In jüngster Zeit hast du dich mit den Protesten der sogenannten Gelbwesten in Frankreich beschäftigt, eine zeitweise recht starke Protestbewegung, soziale Proteste von unten, die sich vor allen Dingen gegen die neoliberale, in vielem an die Schrödersche Agenda 2010 erinnernde Politik von Emmanuel Macron gewandt haben. Was würdest du sagen, ist das Spezifische der Gelbwesten? Wie wird dort die soziale Frage vielleicht definiert, was wird als die soziale Frage thematisiert und begriffen? Spielen sowas wie identitätspolitische Kämpfe, wie sie gemeinhin verstanden werden, dort überhaupt eine Rolle? Ist es eine Bewegung, die versucht, das vielleicht sogar Anerkennungskämpfe und Kämpfe, Verteilungskämpfe zusammenzuführen? Können wir was von den Gelbwesten lernen in dieser Hinsicht? Hui, da sind viele Fragen auf einmal. Und ich versuche, weil es auch ein weites Feld, ich versuche eigentlich das nur darüber zu reden, was
mit dieser Veranstaltung, mit dem Thema dieser Veranstaltung zusammenhängt. Und man wird, glaube ich, nach dieser Darstellung ein bisschen filigran sehen, woran die Probleme meiner Meinung nach liegen. Wer sind die Gelbwesten? Das sind die Unsichtbaren. Und das waren die Unsichtbaren. Das auch, deswegen ist auch diese Symbolik sehr stark. Gelbwesten sind, heißen Sichtbarkeitswesten. Man wird sichtbar, indem man diese Weste trägt. Warum sind diese Menschen unsichtbar gewesen bis jetzt? Es gibt, man kann zwei Faktoren erwähnen. Ein Faktor ist, das wurde sehr oft erwähnt, das periphere Frankreich, also die Leute aus der Peripherie. Was heißt das? Das heißt Menschen, die eigentlich aus den Stadtzentren vertrieben worden sind und dann eben in Ballungsräumen der Metropolen leben. Die sind keine Provinzler, selbst wenn sie in kleinen Dörfern leben. Also die meisten, das ist eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung in Frankreich, ich glaube auch in Deutschland übrigens, Menschen, die eben in Ballungsräumen leben. Und deswegen auch unsichtbar sind und unsichtbar nicht nur in politischen oder medialen Darstellungen, sondern auch unsichtbar für, würde ich sagen, die urbanen Linken, wie wir hier alle sind. Ja, so die Leute aus den Schatzzentren, die eigentlich vielleicht viel mehr noch Gemeinsamkeiten kulturell und politisch mit Gleichgesinnten in Los Angeles London, als mit Zeitgenossen, die einfach ein paar Kilometer weiter leben, aber eben unter ganz anderen Umständen. Und peripher sind sie auch in der Arbeitssphäre. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil in unserer Diskussion nachher, weil sehr oft wird der Identitätspolitik die Arbeiterbewegung, also die klassische Arbeiterbewegung, die Industriearbeiter, die organisierte Arbeiterschaft entgegengestellt. Diese Arbeiterbewegung ist so gut wie tot heutzutage. Also das ist nur eine Minderheit unter vielen Minderheiten. Und gerade also die Gelbwesten, es gab Untersuchungen darüber, sind Menschen, die eben nicht zu der Arbeiterbewegung zahlen oder dieser organisierten Arbeiterschaft, sondern wie die Mehrheit auch der Franzosen. Es sind nur noch heute 10% Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Und die anderen sind eben entweder prekär Beschäftigte, Gelegenheitsjobber, Selbstständige, Leute, die in kleinen Betrieben arbeiten, alleinerziehende Mütter und so weiter. Also es gab also eine disparate und zersprengte Konstellation. Und weil sie eben disparat und zersprengt sind, haben sie nicht mehr die Möglichkeit, wie die frühere Arbeiterbewegung ihre Interessen in Betrieben, also praktisch der Betrieb ist nicht mehr der zentrale Ort von sozialen Konflikten. Und deswegen haben sie sich dann außerhalb der Arbeitssphäre zusammengetan, und zwar auf freiwillige Basis, indem sie, also ab dem 17. November, hatten die schöne Idee, Kreiswerke der Insel zu besetzen. Es gibt Tausende davon in Frankreich und die wurden zum Teil wochenlang besetzt, ehe sie dann geräumt worden sind. Und das war dann plötzlich dann ein Treffpunkt für diese Menschen. Das heißt, diese freiwillige Komponente ist dann wichtig. Ja? Und auch die Praxis, das heißt, sie haben sich nicht aufgrund eines Programms oder einer, so weiß nicht, so einen 10-Punkte-Plan getroffen, sondern die Idee war am Anfang, und die Idee wächst immer mehr sowieso in vielen Sektoren, irgendeinen sozialen Kampf versuchen, nämlich wir können nicht mehr streiken, also der alte Mythos, alle Räder stehen still, ist nicht mehr möglich, deswegen blockieren wir.
wir blockieren die Flüsse der Wirtschaft, also diese Kreiswerke an der Insel, da hatten sie dann also Blockaden hergestellt, aber es gab viele, also Ölraffinerien, Monsanto, Bayer und so weiter, also unheimlich viele Firmen wurden dann blockiert. Und was ist das Anliegen? Es gibt drei eigentlich, aber die natürlich untrennbar sind. Das erste ist, also eigentlich, man kann sagen, das ist eine Revolte gegen die wachsende soziale Ungleichheit im Lande und mit entsprechenden Forderungen nach Wiedereinführung der Vermögenssteuer, Erhöhung des Mindestlohns und so weiter, also diese klassische Forderungen, die aber, wie gesagt, nicht mehr von Gewerkschaften eingelöst werden können. Zweitens die Umweltfrage, ganz wichtig, es gab also diese Parole, die dann tausendmal dann wiederholt wurde, das Ende der Welt und das Ende des Monats ist ein selbes Anliegen, ja, das ist praktisch, wir wollen sowohl das Ende der Welt als auch das Ende des Monats, das manchmal so schon am 15. Monat endet, verhindern oder dagegen kämpfen. Und drittens eine politische Komponente, weil, und das ist auch wichtig zu erwähnen, die meisten dieser Menschen, die meisten hatten noch nie in irgendeiner sozialen Bewegung teilgenommen, die hatten noch nie an einer Demo teilgenommen und sie haben wirklich eine Abneigung gegen etablierte Politik mit der Begründung, dass wir haben schon genug erfahren in den letzten 10, 20, 30 Jahren, dass die etablierte Politik nicht mehr imstande ist, die Dringlichkeit der Probleme sowohl diese neoliberale Entwicklung als auch die Umweltproblematik zu verändern. Gut, weil die, ich mache noch ein bisschen weiter, weil da kommen wir vielleicht auf unsere Frage, weil eben diese Menschen, also jeder, der sich eine Gelbweste angezogen hat und hingegangen ist zu diesen Demos oder zu diesen Kreiswerkerinseln dazugehörte, war das eine sehr offene Bewegung. Ist das, also ich sage war, aber das, eigentlich dauert es noch. Ne? Und deswegen sehr inklusiv, das heißt also, es gab keine, es gab sogar einen Versuch, also eine Obsession fast des Einheitskampfes. Und deswegen, weil es ein Einheitskampf geführt werden sollte, haben die Leute versucht, eben weg von allen strittigen Punkten, sich weg von den strittigen Punkten zu bewegen. Deswegen wurde zum Beispiel auch niemals die Frage der Migrationsfragen oder so angesprochen, weil die haben gedacht, naja, wenn wir damit anfangen, dann spaltet das die Bewegung, das ist nicht das Thema. Das Thema ist also eigentlich die Tatsache, dass die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich, dass der Mehrheit der Bevölkerung schlechter geht, ob migrantischer Herkunft oder nicht. Und die Diversität dieser Bewegung zeigt sich auch dran, und das ist auch, also da möchte ich ein bisschen hinweisen, weil also man sagt eben soziale Bewegung oder Identitätspolitik. Innerhalb dieser Bewegung gab es durchaus auch natürlich erstmal Umweltaktivisten, aber auch eine starke feministische Komponente. Die Hälfte der Gelbwesten sind Frauen. Sie haben auch Frauendemonstrationen gemacht und auch Aktionen gegen zum Beispiel sexistische Gewalt in öffentlichen Einrichtungen so organisiert. Also das war auch sehr präsent. Es gab außerdem eine Gruppe aus den französischen Banlieues, das heißt Comité Adama, gegen Polizeirepression in den französischen Banlieues, gegen Jugendliche, die eine, sagen wir mal, migrantische Herkunft haben und die gesagt haben, wir sind nicht solidarisch mit dem Gelbwesten, wir sind Gelbwesten von Geburt an. Also das heißt, das wurde gleich anerkannt und diese gegenseitige Anerkennung fand auch statt.
Es gab auch seit den ersten Demos in Paris eine LGBTQI-Fraktion, so ein Block, ganz, ganz bunt und so, die mitdemonstriert haben. Das alles war Teil davon. Das heißt also, deswegen möchte ich sagen, das zeigt, dass diese Frontenbildung eigentlich sinnlos ist. Die Frage ist nur, wer mitmacht und wer nicht. Wer nicht mitmacht, und das ist eben also das Interessante an dieser Bewegung, ist, die hat nicht nur vereint, sondern auch gespalten. Und es gab also in vielen Gruppen, unterstützend oder nicht, weil eben diese, es fehlte also die programmatische Klarheit, und ist das wirklich links oder vielleicht könnte das nicht rechts werden und so weiter. Und das Letzte, ganz schnell, das ich sagen will, ist, dass eben zu der Frage, wer sind die Gelbwesten, ist es keine richtige Frage, weil es ist eine Bewegung und eine Bewegung bewegt sich. Das ist das Einzige, das Wichtige an der Geschichte ist die Dynamik. Und die Dynamik, man kann nie wissen, wo sie hinführt in einer sozialen Bewegung. Es hätte sehr wohl stattfinden können, dass diese Dynamik zu etwas wie die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien zum Beispiel geführt hätte. Nur die einzige Möglichkeit, um das zu vermeiden, ist eben mitzumachen und zu versuchen, diese Dynamik mitzugestalten, zu beeinflussen, was tatsächlich geschah, weil bis jetzt ist diese Bewegung eher, könnte man sagen, nach links gedriftet, also auf jeden Fall sich radikalisiert hat und von Rechten auch nicht bis jetzt übernommen werden konnte. Ich finde es, du hast viele Antworten. Sorry. Also die Gelbwesten inklusiv und divers in diesem Einheitskampf, aber haben das irgendwie ausgeklammert, über die Kontroversen zu sprechen. Und eine Frage, die du jetzt nicht beantworten kannst, ist natürlich, warum trotzdem die Rechte so stark in den Wahlen war. Weil ich habe mir natürlich gefragt, wenn du eine starke Bewegung hast auf der Straße, dann denkt man schon, dass sich das irgendwie übersetzt. Hat es nicht getan, das kannst du dir merken, weil ich gehe jetzt weiter auf... zu Ferda und wir können später gleich nochmal darauf eingehen, aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, diese Bewegung. Und ich würde gerne mit Ferda weitermachen. Ferda Ataman, du warst letztes Mal in unserem Think Tank als Kommentatorin, in der Kommentatorin-Position und hast dich durchaus auch kontrovers eingebracht. Da haben wir gedacht, da kannst du heute mal hier in der ersten Runde sitzen. Du bist Journalistin, Spiegel-Online-Kolumnistin, hast die Neuen Deutschen Medienmacherin mitgegründet, auch die Neuen Deutschen Organisation, bist da die Sprecherin. In letzter Zeit hast du mit Hashtag von hier für Schlagzeilen gesorgt, auch mit deiner neuen Streitschrift. Hört auf zu fragen, ich bin vor hier. Und das macht dich für mich zumindest als eine der stärksten Kritikerinnen eigentlich von struktureller Diskriminierung in Deutschland, vor allem was Migration, Antirassismus und People of Color anbetrifft. Und jetzt auch hier die Gretchenfrage an dich. Wie hängen deiner Meinung nach oder hängen diese Fragen, soziale Frage und Antirassismus zusammen? Oder auch Rassismus zusammen, ja. Okay, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein und habe auch total Bock, was zu sagen. Ich bin aber in der Tat wird das eher so aus dem Bauch, diese Sache. Also ich, was ich sagen kann, was ich super interessant fand, ist, dass der Rechtsruck eigentlich, also so habe ich es mal zusammengefasst, die Debatte, die in den Medien gelaufen ist und in der Politik, mit zwei Dingen erklärt wurde. Das eine war, wir haben jetzt einen Rechtsruck in Deutschland, die Ausländer sind schuld, weil die sind 2015 in Horden hier eingefallen und die Menschen haben sich erschreckt und dann gab es halt einen Rechtsruck. Und Erklärung zwei war, die Eliten haben sich zu sehr um Genderklos im Bundestag gekümmert und haben die kleinen Leute vergessen und deswegen wehren sich jetzt sozusagen die armen weißen Menschen so ähnlich wie in den USA und deswegen haben wir den Rechtsruck. Das heißt, entweder Variante 1, die Ausländer sind schuld, oder Variante 2, die Minderheiten sind schuld. Ich finde das total wichtig, sich das nochmal runterzubrechen und klarzumachen, was diese Debatte aussagt, um dann darüber zu reden, wie sinnvoll ist sie eigentlich oder wie richtig kann die sein. Für mich ist, also ich kenne Identitätspolitik tatsächlich eigentlich immer nur als Vorwurf. Wir hatten neulich
eine öffentliche Veranstaltung mit den neuen deutschen MedienmacherInnen und haben gesagt, in den Medien ist das alles viel zu weiß, viel zu männlich, das läuft so nicht, die Perspektivenvielfalt fehlt. Und dann stand eben eine Frau auf, was selten passiert, aber die war da, vielleicht ist ja heute auch wieder jemand dabei, die eine andere Sicht der Dinge reinbrachte und sagte, aber das ist doch Identitätspolitik und warum wir denn so aggro gegen sozusagen die Einheimischen hier sein und ganz egoistisch unsere eigentlich nur Posten für Ausländer in den Medien haben wollen. So. Damit kann man spielen, ich finde das gar nicht schlecht, so, man kann das auch mal stehen lassen, man könnte auch mal sagen, ja und, wenn, so what, aber also mit dem Begriff Identitätspolitik, und ich finde es total wichtig, dass da nicht nur das Wort Identität drin steckt, sondern auch Politik. Politik heißt für mich, Konzepte auf den Tisch legen und sagen, so und so wollen wir das. Politik heißt für mich nicht, ich hole Menschen ab bei ihrer Identität. Also was wir zum Beispiel ganz viel machen, ist, wir machen ganz viel Empowerment. Wir reden natürlich darüber, was macht Rassismuserfahrung mit Menschen aus, was unterscheidet es. Und wenn man darüber redet, dann merkt man schon, dass es ein Unterschied ist. Also es gibt große Schnittmengen. Man kann eigentlich nicht über die soziale Frage sprechen, ohne Rassismus auszuklammern, weil viele Menschen eben, die Rassismus erfahren, so ist es einfach strukturell von der sozialen Frage betroffen sind und innerhalb sozusagen dieses schon unten gehalten werdens noch mal eins drauf bekommen. Man kann aber, jetzt hoffe ich, verliere ich meinen Faden nicht. Man kann aber nicht sagen, wenn man über die soziale Frage spricht, ist Rassismus schon mit drin. So, weil das ist nochmal ein anderes Thema, das sind andere Mechanismen, da passieren Dinge und die müssen angesprochen werden. Dass sie angesprochen werden, ist für mich auch, da bin ich eher bei Kypra, keine Identitätspolitik. Das ist für mich Diskriminierung benennen, Antirassismusarbeit oder rassismuskritische Arbeit. Das ist für mich Antidiskriminierungspolitik, wenn man es als Politik, also als Konzepte, als Gesetze und so weiter betrachtet. Und wenn wir uns das AGG in Deutschland angucken, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist wirklich, wirklich ein Desaster. Es ist ja von europäischer Ebene vorgegeben, also vielleicht eine Sache, von denen ich glaube, das wissen ganz viele nicht. Es hat mit dem Grundgesetz nichts zu tun. Das Grundgesetz regelt das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern. Und das AGG, also das Antidiskriminierungsgesetz, regelt, was zwischen den Bürgern passiert. Also wenn irgendjemand sagt, das steht aber schon im Grundgesetz, deswegen brauchen wir zum Beispiel Homosexualität oder Schutz der sexuellen Identität nicht im Grundgesetz stehen haben, weil es steht im AGG, oder wir brauchen etwas nicht im AGG stehen haben, weil es steht schon im Grundgesetz, völliger Quatsch. So. Und im AGG, was ja in Deutschland wirklich auf wahnsinnigen Druck der Europäischen Union entstanden ist und was ein mega Kompromiss war, steht erstens, ganz wichtig zu wissen, finde ich, das Wort Diskriminierung kein einziges Mal drin. Es steht an der Stelle drin, wenn man es dann als PDF-Dokument einmal googelt, wo es heißt, es muss eingerichtet werden, eine, Zitat, Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Also man hat die Stelle so unsexy wie möglich benannt, ansonsten wird nur von Benachteiligung gesprochen. Und zum Beispiel Diskriminierung aufgrund von Armut, aufgrund der wie auch immer gearteten sozialen Frage, das können ja viele Ebenen sein, aufgrund des familiären Situation, also alleinerziehende Frauen mit Kindern, die eine Wohnung nicht bekommen, weil man sagt, oh, die Kinder machen Stress und die Frau ist wahrscheinlich eh nie da oder so, das gilt alles nicht, sondern es gibt eben diese 6 Dimensionen, die wir in Deutschland haben, die ich jetzt nicht schnell aufzähle. Und da, finde ich, merkt man schon, dass wir das nicht zusammen denken. So, das ist einmal sowohl im Gesetz, unter Diskriminierung wird soziale Frage und Diskriminierungsgründe werden nicht miteinander gedacht. Das betrifft aber in der Tat, und da würde ich mich selber eben auch mit reinnehmen, und deswegen habe ich vorhin gesagt, für mich ist das jetzt eher so ein Bauchthema. Ich habe da nicht 10, 20 Bücher dazu gelesen und habe mich viel zu wenig damit beschäftigt. Ich habe mich auch immer bei Antidiskriminierung und bei Diskriminierung und Rassismus viel zu wenig, finde ich, mit der sozialen Frage beschäftigt, weil die Argumente, die man daraus ziehen kann, enorm wichtig sind. Und weil das Problem ist, dass wir... Und jetzt, wenn ich wir sage, meine ich ehrlich gesagt den ganzen großen, breiten Diskurs. Wir führen in Deutschland eine Debatte, als gäbe es sozusagen da die Migranten, Minderheiten, Ausländer und da die kleinen Leute. Und so machen es auch die Parteien. Die SPD versucht, oh mein Gott, wir haben die kleinen Leute vergessen, meint damit aber irgendeinen weißen, ominösen Stammtisch, den es so wahrscheinlich gar nicht gibt. Und hat dann aber gefunden, ja, dann müssen wir aber schon über Migrationsbegrenzung mehr sprechen, weil jetzt haben die kleinen Leute Angst. Und das ist ja unser Klientel. Sodass aber die SPD maßgeblich mit von Menschen aus Einwanderfamilien unterstützt wurde,
das haben die irgendwie nie miteinander zusammengebracht, weil es gibt halt Türken und es gibt Arbeiter. So. Und dass Menschen aus der Türkei oder Türkeistämmige, wie man sie nennt, mit unseren Wurzeln und Stämmen, 70% der türkeistämmigen Wahlberechtigten haben früher SPD gewählt, inzwischen sind es nur noch 30. Und ich wage zu bezweifeln, dass das der SPD so richtig klar ist oder ob sie versteht, was das bedeutet und warum das so ist. So, das war das. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich alle meine Punkte... Ich wollte noch eine Sache, ich habe einen Vortrag von Michael Hartmann gehört vor kurzem. Wir haben offenbar in Deutschland so einen Eliteforscher, der... Also weil Eliteforschung ist irgendwie nicht so interessant, wird nicht wirklich gefördert. Man muss es sich leisten können, Eliteforschung zu betreiben. Und das ist ja so die andere Seite der Medaille. Und ich habe tatsächlich auch mich immer nur so mit Diskriminierungsstudien und Diskriminierung beschäftigt. Aber es ist super interessant, sich mal Eliteforschung anzugucken, weil wenn es heißt, irgendeine ominöse Elite hätte sich zu sehr um die Minderheiten gekümmert, dann ist das so komplett am Thema vorbei. Ja. Denn die Eliten... die wirklich was zu sagen haben und die wirklich in diesem Land Elite sind, also diese 2-4%, die sozusagen eigentlich besitzen, was irgendwie zusammen mehr besitzen als die 80% der Rest, die, über die redet keiner. Das sind irgendwelche reichen Familien, die irgendwie mit ihren wahnsinnig großen Unternehmen, die mit ihren Lobbyorganisationen die Politik beeinflussen, so, aber das kriegen wir alles irgendwie so gar nicht mit. Dann wird noch mit dem Finger auf die ostdeutsche Bundeskanzlerin gezeigt, weil die irgendwie an allem schuld ist, oder dann wird irgendwie auf irgendein Bundestagsgeschehenes gezeigt. Aber sozusagen, wo eigentlich wirklich die Musik spielt, wo wirklich Eliten unter sich aus ihrem Feldhockeyclub ihre Buddies miteinander mit Jobs versehen und ihre Deals machen, das läuft so völlig unterm Radar. Und ich finde es total wichtig, eben nicht nur, wenn wir über die Klassenfrage sprechen, nicht nur immer den Blick auf die untere Klasse, sondern ich glaube, unser Job wird es in nächster Zeit auch nochmal sein, zu gucken, wer sind eigentlich die da oben, was machen die da eigentlich und wieso kriegen wir das nicht mit und wieso hauen wir uns hier die Köpfe ein, während die es irgendwie schaffen zu sagen, spiele ich mal die eine Minderheit gegen die andere oder die eine marginalisierte Gruppe gegen die andere aus. So. Ja, also wenn die Gelbwesten die Unsichtbaren sind, dann haben wir am anderen Ende sozusagen der sozialen Hierarchie eine andere Gruppe von Unsichtbaren in der Tat, die ökonomischen, darüber können wir vielleicht sozusagen die ökonomischen Eliten, darüber können wir vielleicht dann auch in einer nächsten Runde nochmal sprechen, wie das denn aussehen könnte, diese Klassen sozusagen zu adressieren und auch sichtbar zu machen. Unsichtbar sind die auch in dem Kontext, um den es uns jetzt mit dem nächsten Sprecher gehen wird, Roosbeta Heri, Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die momentan vielleicht, werden sicherlich alle hier im Saal wissen, die momentan wahrscheinlich sichtbarste Initiative in den Bewegungen um sozialen Wohnraum in Berlin. Deutsche Wohnen, dahinter stecken sehr viele Unsichtbare, könnte man sagen. Die Deutsche Bank allen sozusagen voran und viele, viele unsichtbar bleibende Investoren weltweit. Rusbe, würdest du sagen, die Wohnungsfrage ist die soziale Frage im 21. Jahrhundert und ist die Bewegung von MieterInnen tatsächlich gegenwärtig eine der wichtigsten Bewegungen, die die soziale Frage in Deutschland stellt? Spielen Identitätspolitiken im Sinne des Sichtbarwerdens, im Sinne von Anerkennungskämpfen, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, hier überhaupt eine Rolle, wenn es um das Recht auf bezahlbaren Wohnraum geht, wobei wir noch diskutieren könnten, geht es nur um das Recht auf bezahlbaren Wohnraum oder vielleicht das Recht auf Wohnraum überhaupt? Muss der eigentlich bezahlt werden? Und wenn ja, von wem? Gibt es einen Zusammenhang in diesen Kämpfen zwischen Identitätskämpfen und Kämpfen um Umverteilung, um den gerechten und gleichen Zugang zu dem, was ein Menschenrecht ist, nämlich zu wohnen? Ja, zunächst zu der Frage, ob die Mietenfrage die neue
soziale Frage ist. Also ich würde diesen Begriff so nicht verwenden, nicht nur allein, weil Herr Seehofer das auch schon mal verwendet hat. Es ist eine aktuelle Ausformung der sozialen Frage, die gerade in den Ballungsgebieten, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und sogar weltweit sehr drängend und auch sehr hart umkämpft ist. Ich bin da ein bisschen altmodisch und sage, die soziale Frage bleibt eigentlich die gleiche, nämlich der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, der Widerspruch zwischen denjenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, in jeglicher Form ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, und die anderen, die Leute für sich arbeiten lassen können und aus diesen Erträgen leben. Und die Mietenfrage war aber immer ein wichtiger Teil der sozialen Frage. Wir haben in Deutschland, aber auch europaweit, so manche historische Erfahrung vergessen. Also sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert war die Frage des Wohnens und des bezahlbaren Wohnens, des menschenwürdigen Wohnens, immer ein Teil der sozialen Kämpfe. Und auch in der Arbeiterinnenbewegung war der Kampf um Wohnraum immer ein wichtiger Bestandteil. Ist vielleicht seit den 60er, 70er, eher 80er Jahre gerade in Deutschland etwas eingeschlafen, weil es temporär nicht mehr so umkämpft war, auch aufgrund dessen, dass man Erfolge hatte mit dem sozialen Wohnungsbau, und es ist jetzt wieder aufgeflammt. Deshalb halte ich nichts davon zu sagen, das ist die neue soziale Frage, weil die Frage gab es schon immer, und es wertet auch ein bisschen ab die anderen sozialen Kämpfe, die stattfinden. Also sowohl die der Frage der prekär Beschäftigten, die verschiedenste Art soziale Kämpfe seit Jahren führen, als auch die Fragen, die zum Beispiel in der Pflege, bei der Gesundheit etc. anstehen. Was richtig ist, dass in dieser Frage ein Bündnis zustande gekommen ist, was in anderen Bereichen vielfach noch nicht der Fall ist, da die Wohnungsproblematik bis in die Mittelschicht hinein reingreift und viele Menschen, die auch Durchschnitts- oder sogar leicht über den Durchschnitt verdienen, ein Problem haben, eine Wohnung zu finden, ist da ein quasi Bündnis zustande gekommen, ohne dass man es geplant hätte oder das sogar propagiert hätte, sondern durch die Umstände. Und das führt dazu, dass das Ganze natürlich eine andere Wucht bekommt. Wenn wir ehrlich sind, wenn es jetzt nur die 30%, sagen wir mal, jetzt gehe ich von Berlin aus, 30% der Menschen, die unter dem Durchschnitt verdienen, betroffen hätte, hätten sie viel machen können. Es hätte vielleicht einige Erfolge gegeben, es hat auch einige Erfolge gegeben, aber diese gesellschaftliche Dimension hätte es nicht gegeben. Und deshalb ist diese Frage gerade eine sehr, sehr inklusive Frage. Ich habe selten mit so vielen Journalisten geredet, die selbst nach dem Ende des Interviews gesagt haben, ja, ich bin auch selbst davon betroffen, ja, und ihre Geschichten erzählt haben. Natürlich ist das für uns als Kampagne auch ein Geschenk. Aber zu der Frage, naja, es ist auch natürlich, haben wir so viel Erfolg in der Öffentlichkeit, weil wir auch gut sind und die richtigen Inhalte haben. Und es schadet auch nicht, wenn die Journalisten selbst diese Inhalte nachvollziehen können und unsere Kämpfe auch nachvollziehen können. Die Frage, die Identitätsfrage, stellt sich natürlich bei so einem Thema nicht vordergründig, aber auf den zweiten Blick immer. Die Migrantinnen und Migranten sind überdurchschnittlich von der Wohnungsproblematik betroffen. Man braucht es nicht nur in Kreuzberg sich anzugucken, hier natürlich besonders, aber in allen Bereichen, weil sie auch meist doppelt diskriminiert sind. Einerseits haben sie meistens unterdurchschnittliche Verdienste, Einkommen, und andererseits werden sie auf dem Wohnungsmarkt bei den privaten Eigentümern besonders diskriminiert. Man kann es leider selten nachweisen, aber wir hören auch viele Berichte aus den großen privaten Unternehmen, dass da man einfach klassischerweise mit einem nicht mitteleuropäisch klingenden Nachnamen bei einer Bewerbung um eine Wohnung nach unten rutscht. Mhm. Da ist es auch sogar unabhängig vom Einkommen erstmal. Da wird nicht mal zuerst auf Einkommen geguckt, sondern man rutscht dann nach unten. Wenn es nicht anders geht, kriegt man auch die Wohnung. Aber in der Regel hat man da schlechtere Chancen. Also es ist eine doppelte Diskriminierung da. Alleinerziehende sind auch meistens doppelt diskriminiert, etc., etc. In unseren Kämpfen spielt das natürlich immer eine Rolle, weil wir auch in den Stadtteilen zuerst angefangen haben, wo es eine hohe
dichter an Menschen mit Migrationshintergrund gab. Und das müssen wir versuchen, wir in den alltäglichen Kämpfen zu bedenken. Allerdings muss man auch sich vorstellen, ich kann nicht so in eine Mietergruppe gehen und sagen, okay, ihr habt Angst, dass ihr morgen aus der Wohnung fliegt, aber wir reden erstmal darüber, dass es systematische Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund und von Frauen in diesem Land gibt. Natürlich gibt es die, aber das drängende Problem dieser Gruppe ist erstmal, die Wohnung zu behalten. Man muss aber diese Diskriminierung im Kopf haben und in der alltäglichen Arbeit, die nicht über ein, zwei, drei Tage geht, sondern über Monate, bestenfalls über Jahre, das immer wieder mal an einzelnen Punkten thematisieren und reinbringen und versuchen auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu vertreten als Mieterinnen und Mieter. Da besonders, wenn es irgendwie geht, als Menschen, die eine andere Herkunftsgeschichte haben als der Durchschnitt in Deutschland, wobei ich mich auch zumindest in Berlin frage, was jetzt der Durchschnitt ist, als Frauen, die meist in solchen Mieterinitiativen das Rückgrat der Bewegung sind, aber sehr oft, wie wir es kennen, nicht in der Öffentlichkeit, sondern sehr oft im Hintergrund. Und insgesamt den Menschen Selbstbewusstsein zu geben. Was Guillaume vorhin erzählt habe, diese Unsichtbaren, die sind unsichtbar aus verschiedenen Gründen, auch teilweise, weil sie sich nicht trauen, sichtbar zu werden, weil sie das nie gelernt haben oder ihnen nie die Möglichkeit gegeben worden ist. Der schönste Satz, und auch mit der traurigste Satz, den ich sehr oft gehört habe von Menschen, die 70, 80 Jahre alt sind und die sagen, das ist das erste Mal, dass ich an einer Demonstration teilnehme. Das ist einerseits traurig, weil diese Menschen bestimmt auch früher Probleme hatten, aber nie auf die Straße gegangen sind. Das ist trotzdem schön, dass man merkt, okay, auch mit 80 kann man mal beginnen, sich zu wehren. Das ist nicht zu spät dafür. Und diese verschiedenen Unterdrückungsmechanismen, obwohl wir natürlich in einer sozialen Bewegung sind, fließen ineinander zusammen. Und das muss man sich bewusst sein. Und man muss sich auch bewusst sein, dass man diese Probleme nicht alle in der Mieterbewegung lösen kann. Aber wenn man das immer mitdenkt, heißt ja unteilbar denken, und versucht dort, wo es sich kleine Fenster aufmachen, diese Sachen auch zu thematisieren, dann erreicht man schon einiges. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir vielfach auch nicht gemacht haben oder uns haben einreden lassen, dass wir nicht machen können, dass wir geglaubt haben, die Kämpfe müssen nebeneinander geführt werden. Wenn ich antirassistisch aktiv bin, kann ich nicht im sozialen Bereich tätig sein. Oder wenn ich gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Identität aktiv bin, darf ich nicht in einem anderen Bereich aktiv sein. Und das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Es ist sehr schwer, es ist anstrengend, es ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Welcher Kampf ist um Gleichberechtigung ist jemals immer von Erfolg gekrönt? Aber man kann es schon zusammen machen. Man muss es auch zusammen machen. Sonst kommen wir an einem Punkt irgendwann nicht weiter. Und das sieht man auch in vielen Fragen. Wer hätte denn gedacht, also eine der ersten Veranstaltungen, die ich mit in Deutschland organisiert habe, als ich als ganz junger Mensch nach Deutschland gekommen bin, war es zur Frage Paragraph 218. Und es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema jetzt mit Paragraph 219 wieder so im Vordergrund steht. Das ist ja auch ein Rollback manchen Fragen. Wenn wir da nicht diese Kämpfe zusammendenken, dann werden wir mit diesen Rollbacks immer wieder konfrontiert sein und kommen wir über bestimmte Schwellen nie drüber. Und deshalb denke ich, dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte und dass wir uns von niemandem einreden lassen sollen, dass es nicht geht, unteilbar zu denken. Ja, schön, du hast mal im Vorgespräch, als wir telefoniert haben, gesagt, wir hätten unteilbar schon vor 20 Jahren gebraucht. Wir hätten diese Arbeit schon vor 20 Jahren machen müssen, die Sachen zusammen zu artikulieren. Und von dem, was ihr jetzt gesagt habt, nehme ich mit zum einen, dass die soziale Frage und die Frage von Diskriminierung objektiv quasi strukturell zusammenhängen. Also quasi Leute, die diskriminiert sind, sind eben auch sozial diskriminiert.
und dass es eine, wie du gesagt hast, konstruierte Dichotomie ist, die spaltet zwischen Arbeiter und Türken, als wären nicht auch Türkinnen Arbeiterinnen und umgekehrt. Und dann, dass es eben auch die subjektive, trotzdem den subjektiven Versuch geben muss, die Sachen zusammen zu denken und zusammen zu bringen. Und ich finde das, was ihr gesagt habt in diesen Bewegungen, ja, also quasi in lebendigen Bewegungen, die, die eben eine Gemeinsamkeit quasi herstellen, ja, ob das die Wohnung ist, die man verliert, oder eben in den Gelbwesten, wo man sagt, wir alle müssen sichtbar werden und dann gucken wir eben auf die Gemeinsamkeit, dass es da möglich wird, auf einmal Allianzen zu schmieden, ja, und miteinander sich zu reiben. Also ich finde, es ist sozusagen ein objektiv, auf eine Art strukturell, hängen die Sachen zusammen und dann müssen wir aber dennoch was tun, ja, damit sie zusammenhängen. Aber trotzdem würde ich gerne zurückkommen auf das Problem der sozialen Frage, weil wenn wir das jetzt so sagen, ist, klingt das alles sehr plausibel. Ihr habt ja auch, also Ferda und Kübra, euch auch etwas gegen den Identitätsbegriff, den Begriff der Identitätspolitik gewandt. Denn also ich zumindest habe den Eindruck, wir haben vor 10 Jahren das Missy-Magazin gegründet. Vor 10 Jahren hat uns jeder und jede noch gesagt, wir wären total verrückt, dass wir so ein Produkt überhaupt auf den Markt bringen. Das will doch keiner lesen und keine lesen. Das wäre total Nische. Und heutzutage ist Feminismus in aller Munde und alle schreiben darüber. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich Kämpfe gibt, die erfolgreich oder erfolgreicher geführt wurden. Und dazu gehören, finde ich, Kämpfe um Anerkennung. Und es gibt im Neoliberalismus einfach Kämpfe, die mehr ins Stocken geraten sind. Und ich würde jetzt die steile These aufstellen, dass die Frage der sozialen Frage, einfach die ökonomischen Verhältnisse, ja immer mehr zum Nachteil der vielen sich entwickelt haben. Also es sind sozusagen die Verhältnisse sind immer mehr entsicherter geworden, auch wenn mehr Frauen auf Panels sitzen, auch wenn mehr LGBTQIs auch in den sozialen Medien und so weiter sichtbar sind, leben wir doch alle nach wie vor und immer mehr in entsicherten Zeiten und in sozial entsicherten Zeiten. Und ich würde da schon auch einen Zusammenhang herstellen wollen, ohne jetzt quasi die Identitätspolitik dafür verantwortlich zu machen, auch einen Zusammenhang mit dem Aufschwung der Rechten herstellen wollen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Na, ich stimme dir dazu, insofern, als dass sich die Themen Feminismus, Antirassismus, Anti-Antisemitismus etc. viel leichter instrumentalisieren lassen innerhalb einer neoliberalen Haltung, weil dann stellst du halt ein paar Feigenblätter hin. Und wir hatten ja auch im Telefonat darüber gesprochen, wie eigentlich viele Erfolge erzielt worden sind. Und ich hatte dir da widersprochen, weil ja, es sind viele Erfolge erzielt worden, aber wir sind nicht erfolgreich. Wir sind immer noch in einer Anerkennungshaltung und um zurückzukommen auf dieses Bild, was ich versucht habe zu zeichnen, dieses, es gibt ein Spielfeld und es gibt diejenigen, die von außen sozusagen zuschauen, wir sind immer noch auf der Zuschauerinnen-Tribüne, wir sind immer noch Publikum und das ist eine grundverkehrte Haltung, was dazu führt, dass wir immer in so einer Erwartungshaltung sind, die anderen sollen bitte machen, diejenigen, die privilegierter sind. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, warum haben wir uns überhaupt mit Antirassismus beschäftigt? Warum haben wir uns überhaupt mit Feminismus beschäftigt? Weil in diesen Themengebieten einfach ein Vakuum entstanden ist, der gefüllt werden musste. Die Klassenfrage war historisch institutionalisierter durch Wissensproduktion, durch Vereine, Institutionen. Sie war strukturierter, organisierter. Bis heute ist der Feminismus in Deutschland aber nicht institutionalisiert, zumindest der intersektionale Feminismus nicht. Etablierter Feminismus hat eine neoliberale Haltung in Deutschland. Und was wir sehen ist, dass dadurch, dass wir uns nie institutionalisiert haben, ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Also wir haben sozusagen Lücken gefüllt und haben aber aus dieser Erwartungshaltung diese Lücken gefüllt, dass wir quasi, um bei dem Bild zu bleiben, dieses Spielfeld, wir schreien halt durch das Mikrofon der Antirassismus, Feminismus etc. Perspektive, haben aber die anderen Themen nicht besetzt, weil das machen ja andere. Das ist ja halt auch eine Ressourcenfrage.
Was aber passiert ist, dass immer mehr dieses Mikrofon gehört worden ist, das Spielfeld immer mehr in diese Richtung sozusagen geprägt worden ist, was wir, und eigentlich, deshalb ist diese Frage, diese Diskussion, die wir gerade führen, unheimlich spannend, was eigentlich gezeigt worden ist, dadurch, dass die SPD sich sozusagen plötzlich fragt, haben wir die soziale Frage, oder ne, die schieben uns den Schuh zu, aber eigentlich haben sie die soziale Frage vernachlässigt. Diejenigen, die dafür zuständig waren, haben ihre Aufgabe nicht gemacht. Das heißt, einfach Sozialabbau betrieben. Genau. Und was eigentlich dann sozusagen deutlich wird, ist, eigentlich saßen wir gar nicht mehr auf der Tribüne. Wir waren eigentlich Teil des Spielfelds, aber wir haben nie gespielt. Wir dachten, wir sind immer noch Gestaltete, aber eigentlich waren wir Gestaltende und hatten die Macht. Wir haben aber diese Macht nicht angenommen. Wir haben diese Position nicht angenommen. Und eigentlich ist das ein Moment für uns, zu sagen, gut, dann übernehmen wir jetzt die Verantwortung. Gut, dann stellen wir jetzt diese Fragen. Gut, dann sind wir diejenigen, die um deren Anerkennung sozusagen gebettelt wird. Weil wir, und dann sozusagen kann man sehr gut, wenn man bei diesem Bild bleibt, sehr gut beantworten, warum die Rechten erfolgreich sind. Und zwar haben sie im Gegensatz zu uns durch dieses Klagen, durch dieses Kritisieren, durch diese mediale Aufmerksamkeit, die sie bekommen haben, im Gegensatz zu uns eine Partei gebildet, im Gegensatz zu uns sofort Strukturen geschaffen und diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen haben, verstetigt und Macht angenommen. Wir weigern uns, diese Macht anzunehmen. Und ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, woher historisch sozusagen diese Angst davor kommt, Macht anzunehmen und Machtpositionen zu besetzen. Aber weil wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Aber wir müssen Fehler machen. Wir müssen einmal diese Machtposition einnehmen. Und dabei werden wir Fehler machen. Aber das gehört zum Machen dazu. Weil ein Beispiel, das ich immer wieder verwende, ist, wir haben halt Ideale und es gibt die Realität und da gibt es eine ganz große Schlucht dazwischen. Und Handeln auf dieser Welt bedeutet immer in der Realität zu handeln. Und das heißt immer Kompromisse zu machen, das heißt immer Fehler zu machen. Weil den Weg hin zu den Idealen, diesen Weg sind wir nie gegangen. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass man sich mal Fragen stellt oder sich bewusst wird, wir haben keine Ahnung, wie eine antirassistische, feministische Realität aussieht. Wir haben keine Ahnung. Und wir müssen uns diesen Fragen stellen. Wir müssen, wenn anscheinend, und das ist die Tatsache, wenn anscheinend diejenigen, die bislang die Macht hatten, dieser Verantwortung nicht gerecht werden, dann ist das jetzt vielleicht unser Moment zu sagen, gut, dann übernehmen wir die Verantwortung. Wir stellen jetzt die soziale Frage. Wir gestalten jetzt sozusagen diese Gesellschaft und stellen uns sozusagen strukturelle Fragen. Nicht nur, wie es nicht sein soll, sondern wie es sein soll. Und ich glaube, das ist sozusagen das Learning sozusagen aus den vergangenen 3-4 Jahren, wo immer das Abschwächen der SPD und der Aufstieg der Rechten eigentlich genau das gezeigt haben. Ja. Ja, ein Plädoyer dafür, dass wir die soziale Frage mehr stellen, so habe ich dich schon auch verstanden, und dass wir irgendwie Macht, also uns an Macht rantrauen. Allerdings gibt es ja die Parteien, ja, also es gibt die SPD, die Grünen und die Linken und das sind 3 Parteien. Und man könnte es gibt auch denken, die feministische Partei. Es gibt viele Parteien, auch die irgendwie, und man, also ich frage mich schon, warum sich das nicht übersetzt ins Parlament oder ob sich das überhaupt ins Parlament übersetzen muss. Ja, ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich würde reingeben, wenn ihr noch was sagen wollt, die Frage tatsächlich der Rechten, ja, also weil haben dir die Rechten die soziale Frage gestellt? Also weil die Rechten stehen ja auch nur draußen und kritisieren und mängeln. So. Haben die soziale Frage gestellt? Haben sie sie besser gestellt als wir? Oder haben sie eine bessere Identitätsfrage gestellt? Also ich finde nicht, dass trotz allem, was da versucht worden ist, dass die Rechten tatsächlich die soziale Frage als solche gestellt haben. Sie machen Andeutungen, sie erzeugen Klima, als ob sie das interessieren würde. Aber tatsächlich
jenseits dessen, was Herr Höcke in Thüringen für eine nationale Sozialpolitik sich ausgedacht hat oder dass Frau Weidel eine knallharte Neoliberale ist. Aber die soziale Frage als solche wird ja in den alltäglichen Kämpfen gestellt und da sind sie nicht präsent. Also es gab auch bei uns viele Befürchtungen vor einigen Jahren, oh, die AfD wird stark, vielleicht werden sie die Mieterinitiativen unterwandern und so weiter. Es gab vielleicht ganz wenige Versuche, wenn es überhaupt systematisch der Fall war, sondern nicht Zufälle. Aber in Berlin und in den meisten anderen Städten, wo ich Kontakte hin habe, hat die AfD es überhaupt nicht geschafft, in dem Bereich aktiv zu werden. Vielfach liegt es natürlich auch daran, dass sie einfach inkompetent sind in der Frage und auch faul teilweise, weil es ist viel Arbeit, so eine Bewegung mit aufzubauen. Aber es liegt auch daran, dass es gar kein Interesse gibt. Also das alles, was das Soziale, was da immer angestrichen wird, ist bei den Funktionären der AfD überhaupt nicht durchdekliniert. Die haben überhaupt keine Beziehung dazu. Was aber trotzdem der Fall ist, dass zum Beispiel in den großen Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus in Berlin vielfach überdurchschnittlich AfD gewählt wird. Nicht in den Innenstadtbezirken, aber in den Außenbezirken durchaus. Da sind auch vielfach Leute, die wir so gut nicht erreichen können. Wenn man mit ihnen diskutiert, dann sagen sie auch, ich lese keine Zeitung, ich schaue nicht mehr Fernsehen. Soziale Medien teilweise nutzen sie auch nicht oder nur in der berühmten Blase. Die erreicht man einfach nicht. Das sind die Abgehängten, die Unsichtbaren. Und das würde man nur durch Vor-Ort-Arbeit erreichen. Aber was mir noch wichtiger ist, wenn wir uns die Geschichte angucken, waren Sexismus, Rassismus und jegliche andere Diskriminierung immer auch Instrumente, um die Kämpfe zu spalten. Der klassische weiße Arbeiter in den 60er, 70er Jahren, ich weiß nicht, ob es ihn damals auch so in der Form gegeben hat oder ob das eine Einbildung ein bisschen oder Glorifizierung von uns ist im Nachhinein, der hatte die Organisationen, die angesprochen wurden, die Gewerkschaften, die SPD als große Organisation. Ihn könnte man relativ leicht ansprechen und wenn es hart auf hart kam, dann könnte man ihm sagen, okay, du hast jetzt Probleme vielleicht mit deinem Arbeitgeber, du bist unzufrieden, aber immer noch bist du ein Mann und da hast du eine bessere Stellung immer noch. Und heutzutage ist es ja so, dass man auch innerhalb der arbeitende Klasse spalten kann. Ja, du hast jetzt einen Teilzeitvertrag, du hast jetzt einen Vollzeitvertrag oder einen befristeten, unbefristeten Vertrag, du bist prekär beschäftigt. Der andere versteht sich dann wiederum als Selbstständiger, wobei er nicht wirklich selbstständig ist und immer noch ein doppelt freier Lohnarbeiter, nur in der Ausformung seiner Verträge sieht das anders aus. Also die Spaltungslinien sind viel mehr geworden. Und diese Spaltungslinien zu kitten, ist eine sehr schwierige Arbeit, aber das müssen wir ja versuchen. Was bleibt uns denn anders übrig, wenn das, was du gesagt hast, was ich richtig finde, wir um Machtpositionen kämpfen müssen. Rechte werden einem ja nie geschenkt. Die fallen nie vom Himmel. Wir kämpfen immer um Macht. Um Macht, um diese Macht dann auch gleichmäßig zu verteilen, möglichst im Idealfall gleichzeitig zu verteilen. Aber zu kritisieren ist der erste Schritt. Dann muss man runter in die Manege und dann kämpfen und sich auch eine blutige Nase holen, notfalls. Aber nur durch diese Kämpfe und kleine gemeinsame Erfolge schaffen wir es auch, diese Linien nach und nach zu überwinden, die Spaltungslinien. Ich merke es ja, wenn Menschen, wir haben hier Leute zum Beispiel von der wunderbaren Initiative Kotti und Co., die machen das seit 7, 8 Jahren hier am Kotti. Das ist natürlich immer das Idealbeispiel, was da passiert. Und es hängt auch viel Arbeit damit zusammen. Aber da merkt man auch, dass die Nachbarn die Erfolge, die die zusammen hatten, diese Erfolge schaffen es auch, Spaltungslinien zu überwinden. Wenn sie zusammen was erreicht haben, dann sehen sie auch, dass es sich lohnt, zusammen zu kämpfen. Und das haben wir auch viel zu wenig gemeinsam organisiert. In den einen oder anderen Bereich gab es Erfolge, aber selten große gemeinsame Erfolge. Deshalb war Unteilbar wichtig, nicht nur, weil eine große Demonstration war und super alles, sondern dass man gesehen hat, man ist mehr und man ist gemeinsam. Jetzt muss natürlich das weitergehen in den alltäglichen Kämpfen, aber als Symbol war es schon sehr wichtig. Herr, du wolltest was sagen? Ich wollte nochmal auf deine Frage eingehen, inwieweit der Rechtsruck
nicht doch mit Identitätspolitik erklärbar ist, weil du meinst, so ein bisschen logisch klingt es ja doch. Und ich, also erstens klar, nichts ist monokausal, aber ja, natürlich hat es damit zu tun. Und zwar, der weiße akademische Mann fühlt sich bedroht. So. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Minderheiten sich in den, und ich zähle mal bei Minderheiten Frauen mit rein, obwohl wir ja wissen, dass es keine sind, aber sie werden behandelt wie eine, dass Minderheiten inklusive Frauen in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall und wahrscheinlich auch noch länger große Fortschritte gemacht haben, gesellschaftlich in Deutschland. Ich kann nur sagen, die Staatsbürgerschaftsreform von 2000 war eine kleine Revolution für das Selbstbewusstsein von Deutschland. Zu sagen, Deutsch ist nicht mehr nur, wer von Deutschen abstammt, ist so. Das ist passiert, dann haben wir da gar nicht mehr groß drüber geredet, weil es war halt so die Mehrheitsverhältnisse, wie das in der Demokratie läuft. Und natürlich rumort es dann in bestimmten Leuten. Und das, würde ich sagen, ist so ein bisschen auf der akademischen rechten Ebene passiert. Die fühlten sich bedroht und haben sich neu formiert oder anders formiert und arbeiten eben seit Jahren daran und sind jetzt erfolgreich sichtbar. Und dann gibt es schon, ich will dir nicht direkt widersprechen und trotzdem ein Stück weit, also die Rechten gehen in die Gewerkschaften. Die achten sehr genau darauf, wo sie ihre beschissene, Entschuldigung, wo sie ihre Narrative platzieren. Und ihre Narrative ist die soziale Frage. Ihr bekommt was weggenommen, weil die Ausländer jetzt was kriegen. Die kriegen Integrationskurse und Sprachkurse. Dafür kriegt ihr noch nicht mal den Bus von A nach Z. Irgendwie auf dem flachen Land wird die einzige Verkehrsverbindung abgeschafft oder fährt nur noch alle 2 Stunden. Und es liegt daran, ne? Aber für die haben sie Millionen. So. Und das funktioniert eben. Das ist so der All-Time-Favorite-Hit der Rechten. Und tatsächlich, und da würde ich dann sagen, da ist dann Selbstkritik schon gefragt. Natürlich, wenn man sich, und das ist wirklich das Wert, mal sich anguckt, was die AfD so für parlamentarische Anfragen stellt oder was deren politischen Konzepte inhaltlich haben, es ist ein feuchten Kehricht, hat das mit sozialer Frage zu tun, es ist neoliberal, wirtschaftsliberal, pro-elitär und so weiter, weil, das hast du vorhin nicht erwähnt, was die nicht nur gemacht haben, ist sich zu organisieren, sie haben sich wahnsinnig viel Kohle beschafft. Das vergessen wir immer. Das gab in letzter Zeit ja einige Berichterstattungen dazu, woher diese Kohle möglicherweise kommt, dass sie nicht auf legaler Weise, wenn man Parteifinanzierung betrachtet, beschaffen wurde. Da ist super viel Geld reingepumpt worden von eben diesen, ich weiß nicht wem, wir wissen es ja alle nicht, Leuten, die daran Interesse haben. Und denen entsprechend läuft deren Politik. Und jetzt zu unserer, also wir müssen lernen, die soziale Frage als Narrative auch wieder für uns zu benutzen, stärker, weil wir die stärkeren Argumente haben und weil am Ende des Tages sie die Leute belügen. Und weil es eben nicht darum geht, ob ein geflüchteter Mensch irgendeinen Kurs bekommt oder ein paar müde Euros, mit denen er oder sie gerade so über die Runden kommt, sondern weil das Problem wo ganz anders liegt. Und darauf müssen wir, also davon reden wir in der Tat zu wenig, das würde ich auch sagen. Ich würde sogar so weit gehen, alles. Ach, entschuldige, eine Sache, ich muss es, weil ich mir aufgeschrieben habe, Also ich fände es wahnsinnig wichtig, dass wenn wir von Identitätspolitik sprechen, dass uns aber klar ist, dass das, was die von Identitätspolitik sprechen, tun, exakt das ist. Man muss es mal umdrehen. Ich finde, Antiquotenpolitik ist eine total identitätspolitische Haltung. Mhm. Anti-Einwanderungspolitik ist nichts anderes als eine Identitätspolitik, also wenn man es so versteht. Antirassismuskritik, ja, all das. Also im Grunde muss man es genau umdrehen und dann kann man schon von Identitätspolitik sprechen. Da möchte jemand seine Identität in der und der Situation, in der und der sozialen Schicht wahren. So, ja. Und was wir machen, ist ein Kampf dagegen. Ja, ja. Sie schaffen ja auch, Sie konstruieren ein Wir, ne? Und das ist das deutsche weiße Wir und das ist natürlich total Identitätspolitik. Ich würde so, also das, was ich vorhin auch sagen wollte und vielleicht dann an dich auch, Guillaume, gerichtet, ist, ich glaube, vielleicht geht es nicht nur darum, ob wir das Narrativ nicht stark genug gemacht haben mit der sozialen Frage, sondern einfach, dass das wirklich blockiert wurde über Jahre. Also das, was du sagst über die AfD, die haben das Geld. Wer hat denn bitte denen das Geld gegeben? Also, oder was du gesagt hast, wer sind denn die Eliten? Also ich glaube, also ich war lange in eigentlich ökonomischen Fragen als Griechin hier aktiv und es wurde blockiert. Also diese Kämpfe wurden gecrashed. Und deswegen, also wollte ich halt fragen, ob es nicht nur an uns liegt, wir haben etwas nicht die ganze Zeit in den Vordergrund gestellt, sondern es wurden auch manche Kämpfe einfach blockiert und zwar von der Sozialdemokratie mit. Also es war nicht einfach zu gewinnen in diesen Kämpfen. Ja.
Also es ist nicht nur quasi unser subjektiver Fehler, sondern es hat dann damit zu tun, wie auch quasi der Neoliberalismus gerade sich zeigt. Ja, ich meine, das ist nicht so überraschend, dass soziale Kämpfe von der Sozialdemokratie blockiert werden. Also das Gegenteil wäre eher eine Überraschung. Jetzt habe ich wieder diesen schönen Satz gehört von dir. Wir sollten zur sozialen Frage neue Narrative erfinden. Aber ich glaube, das ist damit habe ich zwei Probleme. Das Problem Nummer eins ist, es geht nicht nur um Narrative. Ich glaube, das große Problem der, nennen wir das Identitätspolitik oder nicht, aber ich würde dann sagen, der Diskurslinke, ja, ist zu denken, dass man, wenn man also das richtige Narrativ hat, dann wird alles gut und dann erreichen wir die Menschen da draußen. Es ist nicht eine Frage des Narratives, es ist eine Frage, wir reden von sozialen Kämpfen, das ist eine Frage der Praxis, des Mitmachens und nicht nur des Narrativs. Und vor allem, was ist dieses Wir? Und ich immer, seitdem wir angefangen zu diskutieren haben, also kam immer dieses wir haben das falsch gemacht, wir sollten vielleicht anders denken, wir sind vielleicht dran schuld. Und so. Wer ist wir in diesem Fall? Sind das hier die Leute im Saal? Sind das die Menschen, die bei Unteilbar damals demonstriert haben? Und da komme ich wieder zu dieser Spaltung, die für mich eigentlich die Schwierigste zu überwinden. Wir haben natürlich, sind Sexismus, Rassismus, künstlich erzeugten Spaltungen. Es gibt aber auch eine Spaltung, die ich ein bisschen angesprochen habe vorhin, zwischen Stadtzentren und Peripherie oder sagen wir mal zwischen urbanen Menschen und peripheren Menschen, die davon ausgeschlossen sind. Und das ist sehr in Mode bei Soziologen im Moment zu sagen, es gibt der eigentliche Unterschied ist zum Beispiel David Goodhart zwischen den Somewheres und den Anywheres, also es gibt einerseits so die Kosmopoliten, die da eben rumfliegen und ständig Englisch sprechen und so, und die Somewheres, die eigentlich also an ihrer Heimat kleben. Und das soll also eigentlich der Unterschied sein. Natürlich ist das eine ideologische Verformung und Verleumdung der sozialen Frage. Aber es gibt trotzdem ein Problem. Es gibt trotzdem ein Problem, dass dieses Wir, wovon wir reden, das ist eben dieses Wir, das jetzt ins Hau kommt, das ist das Wir, das eine bestimmte, so ein bestimmtes Kulturkapital, würde ich sagen, so ein linksliberales Kulturkapital, das ein bestimmtes Studiumsniveau hat und so weiter. Und das ist eine kleine, winzige Minderheit in der Gesellschaft. Und diese Minderheit, und wenn wir also von Schuldfrage, also ich rede ungern von Schuldzuweisung, aber auf jeden Fall von Verantwortung und von Selbstkritik, was ich da sagen will, ist, dass zu wenig, es gab in diesen Milieus wirklich die Neigung, unter sich zu bleiben. Und da spielt auch das Narrativ eine Rolle, weil also meistens wird also mit Begriffen und Papieren geschrieben, die meisten Menschen, die Supermarktkassiererin gar nicht verstehen kann. Und dann wundert man sich, dass eben, dass wir da ganz allein sind hier in einem kleinen Hau, und dann fragt man sich, ja, wie könnten wir mal besser machen? Ich würde sagen, eben, es ist nicht, müssen wir nicht unbedingt ein neues Narrativ entwickeln, sondern vielleicht ein bisschen mehr bewegen nach draußen, ja, wo es auch Menschen gibt. Und das ist, aber ich will das nicht, das ist ein bisschen jetzt, hört sich einfach an. Ich muss sagen, dass es nicht so einfach ist. Und das war auch zum Beispiel bei diesen Gelbwesten auch ziemlich eindeutig, dass die Menschen in Stadtzentren Schwierigkeiten hatten, zu kommunizieren mit diesen Menschen aus der Peripherie. Und sie haben auch andere Probleme, weil natürlich leben in Städten nicht nur Eliten, sondern es wohnen sogar mehr
arme Leute in Städten als in Peripherien. Warum? Wegen der Mietfrage eben. Das sind diejenigen, die ja, ganz meistens Geld also in die Miete einstecken müssen. Interessanterweise, die Gelbwesten, die aus der Peripherie kamen, haben sehr spät die Mietfrage thematisiert. Für ihn war also die Transportfrage zum Beispiel viel wichtiger, weil damit müssen sie viel mehr Geld ausgeben. In Peripherien sind die Mieten noch irgendwie doch bezahlbar, zum Glück, weil also das sind wirklich öde Vorstädte. Aber das Problem ist, es ist nicht nur eine ideologische Spaltung, es gibt tatsächlich im Lande, das gilt für Frankreich, aber es gilt auch für Deutschland, eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass die Armen aus Zentrum und Peripherie schwer miteinander kommunizieren können. Und das, glaube ich, wenn wir das nicht schaffen, also diese irgendwie zu überbrücken, dann kann man das vergessen mit schönen so linken Strategien. Und es ist wirklich, wie gesagt, eine Frage, ich will dann überhaupt nicht überheblich sprechen, weil ich habe auch selber festgestellt, dass es wirklich eine schwierige Aufgabe ist. Man muss sich aber sie ansprechen und nicht eben, weil, also das wollte ich auch also loslassen zum Schluss, was die Sache auch gemacht hat, ist nicht so sehr verschlechtert hat, ist nicht so sehr, dass die Leute, dass die identitätspolitische Linke unter sich geblieben hat. Es ist der Sicht, diese Sicht auf die Mehrheitsbevölkerung, die natürlich, wo dann natürlich kommt irgendwann mal das Wort, ich habe auch jetzt auch in dieser Runde gehört von irgendjemandem, der weiße Mann, heterosexuell natürlich und so, als ob das der Feind wäre, der natürlich auch konservativ ist, tendenziell rechts und das ist übrigens der Grund, weshalb also viele Menschen, also viele Linken aus den Städten was gegen die Gelbwesten haben. Weil sie sind von vornherein, ganz klar, oh, ja, diese Männer, weißhäutig und so, kann nur Rechte sein. Diese neue Form der Klassenverachtung ist sehr wohl präsent in dieser Gesellschaft, unter dem, modernen Kulturbürgertum, was also ein linksliberalen Kulturbürgertum. Das gibt es schon und ich glaube, die haben auch hier also auf jeden Fall bei Unteilbar, das war mal eine Kritik an Unteilbar, dass die wurden auch angesprochen, natürlich. Also die offene Gesellschaft ist schon so eine offene Gesellschaft, Karl Popper, ja, man ruft ein bisschen, versucht ein bisschen so eben diese moderne Kulturbürgertum mit zu mobilisieren. Aber wie gesagt, man muss nicht verkennen, was für Klassenverachtung auch steckt in diesen Betrachtungen. Wir sind mitten drin in der Diskussion. Ja, bevor wir jetzt dann gleich auch das Publikum mit in die Diskussion hineinnehmen, will ich doch noch mal eine kleine und das vielleicht dann auch als Impuls noch mal mit in die nächste Runde geben, eine kleine Lanze für die Identitätspolitik brechen. Verbunden damit zu fragen, wie konnte es geschehen, sozusagen, dass uns das enteignet wurde? Du hast eingangs gesagt, ja, du benutzt den Begriff nicht aus vielen nachvollziehbaren Gründen, weil er sozusagen so stark auf das Individuelle, auf Haltung sozusagen fokussiert, dadurch die Strukturen aus dem Blick geraten. Wir haben diese tendenziell die Entgegensetzung von, es war jetzt auch in der Diskussion, fand ich sehr deutlich, sozusagen bei der sozialen Frage geht es dann irgendwie um die Hard Facts und wenn bei den anderen Dingen geht es irgendwie um die weichen Faktoren, da reden wir dann von Diskriminierung etc. Ich will nochmal erinnern an das allererste Statement, die allererste Definition von was Identitätspolitik ist, von einem Kollektiv schwarzer lesbischer Feministin in den USA, Combahee River Collective Statement, was jetzt endlich auf Deutsch übersetzt ist in dem Band, den Natasha Kelly herausgegeben hat, der hier vor zwei Wochen, glaube ich, vorgestellt worden ist. Dieses Statement von 1977, da schreiben die Combahee, also diejenigen, die sich in diesem Kollektiv zusammengefunden hatten,
Wir engagieren uns aktiv im Kampf gegen rassistische, sexuelle, heterosexuelle und Klassenunterdrückung und sehen unsere besondere Aufgabe darin, eine integrierte Analyse und Praxis zu entwickeln, die auf der Tatsache beruht, dass die großen Systeme der Unterdrückung miteinander verflochten sind. Wir finden es schwierig, Rasse und Klasse von Geschlechterunterdrückung zu trennen, weil sie in unserem Leben am häufigsten gleichzeitig erlebt werden. Wir wissen, dass es so etwas wie rassistisch-sexistische Unterdrückung gibt, die weder ausschließlich rassistisch noch ausschließlich sexistisch ist. Das ist älter als 40 Jahre. Es gibt dieses, du hast vorhin intersektionaler Feminismus genannt, es gibt seit vielen, vielen Jahrzehnten, gibt es diese Analysen, gibt es diese Versuche, sowohl theoretisch wie auch politisch praktisch, da die soziale Frage und die Identitätsfrage sozusagen zusammenzudenken. Wie konnte es gelingen, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, dass es sozusagen als getrennte Anliegen, die unterschiedliche Weisen von Unterdrückung, von Unterwerfung vermeintlich thematisieren. Margarita, du hast von der Blockade sozusagen von Kämpfen um ökonomische Fragen gesprochen. Wendy Brown sagt, die neoliberale Revolution ist die erfolgreichste Revolution, die wir alle erlebt haben in den letzten 4 Jahrzehnten. Das müsste man sich vielleicht auch noch mal angucken. Hedwig Steyerl sagt, Diversität ist eine imperiale Machttechnik. Also wie ist es passiert, dass wir hier gestartet sind, was das Combahee River Collective in Mitte der 1970er Jahre artikuliert hat und dass wir in einer Situation sind, in der Identitätskämpfe reduziert werden, genau darum, dass es uns darum geht, mehr Frauen in den Talkshows sitzen zu haben, in Aufsichtsräten und irgendwie auch noch ein paar migrantische und queere Menschen irgendwie als Einsprengsel dabei zu haben, sozusagen. Obwohl wir das andere wissen und die andere Praxis haben. Und mit dieser Frage leite ich jetzt in den nächsten Teil über, weil jetzt gibt es wieder die drei bis maximal fünf Minuten, Margarita knirscht schon, also 3 Minuten die Flüsterrunde, wo alle die Gelegenheit haben, sich mit einer Person, vielleicht nicht mit der Person, mit der sie gekommen sind, sondern mit einer Person, die hinter ihnen sitzt, hinter euch sitzt, mit der sie noch nie gesprochen haben, schon mal sozusagen die Fragen, die vielen Themen, die jetzt schon aufgeworfen sind, im Zweier- oder Dreiergespräch durchzuflüstern, bevor wir dann die Respondenzen dazu holen und insgesamt das Gespräch für alle öffnen. Genau, also 3 Minuten redet ihr miteinander über das, was wir vielleicht, wie konnte es gelingen, und in 3 Minuten ist das vorbei. Es ist sozusagen der Ort, dass das Publikum miteinander spricht. Ja? Und wir können auch miteinander. Ja, 3 Minuten. Das ist wirklich kurz. Das ist wirklich kurz, 3 Minuten. Ja. Oder? Das ist nicht kurz, nein. Also, ich finde das... kann man viel sagen in 3 Minuten. Super, was du noch zum Ende gesagt hast, weil das so ein bisschen Bewegung reinbringt. Warum ist der weiße Mann eigentlich hier das eigentliche Problem? Aber ich muss sagen, ich widerspreche dem auf mehreren Ebenen, weil das hat ja auch mit dem, was... das hat auch mit... hat auch mit dem, was Sabine gerade gesagt hat, wo ich auch ihr widerspreche. Wir haben ja durch den intersektionalen Ansatz wird ja eigentlich alles zusammen gedacht. Weil er zwingt, allein vom Ansatz her, all diese Ansätze zusammenzudrücken. Und im intersektionalen Feminismus ist der Feind nicht der weiße Mann, der alte Mann. Es ist der weiße, reiche, alte, heterosexuelle Mann. Von dem, was sehr oft zu hören, weil so als die Rechten, wer wird Rechte, das ist der weiße, alte, okay, alt oder nicht alt, aber ja. Normal, Mann, meistens, ich bin nicht reich, ich bin aber auch nicht mehr der Jüngste und ich bin jetzt.
Ungarn. Ich bin immer auf diese Akte gestellt mit Björn Höcke. Das, was viele Menschen sich sagen, dass diese Zuschreibung. Ja, aber das stimmt halt nicht, weil eigentlich geht es die Definition weiter, aber du hast schon recht, dass das dominante Medial häufig gehört worden, das andere ist. Aber im Kern stimmt es ja nicht. Ja, ja. Also es ist, ich weiß, dass es nicht stimmt. Ja. Genau, ich meine, es ist auch nicht ein Ansatz. Ja, ja, also es ist auch nicht der Kernansatz, ja. Sondern das ist das, was sozusagen am Ende irgendwie durch das Gewusel ankommt. Und was ich auch wichtig finde, ist, ich finde es, wir anderen nehmen das verständlich, dass wir in einen Topf gepackt werden mit anderen Menschen. Ja, ja, ja. Und ich finde, das ist gut, dass andere, dass diejenigen, die sonst immer ungeschrieben waren, kein Label hatten, nun Attribute zugeschrieben bekommen, gegen die sich wehren müssen. Weil mein Ziel ist nicht, dass alle nicht Attribute zugeschrieben bekommen, aber einmal erleben, was es heißt, nur über eine Eigenschaft wahrgenommen zu werden, die man nicht kontrollieren kann, die man nicht selbst gewählt hat. Aber das finde ich total richtig. Genau, ja. Und deshalb halte ich das für ein wichtiges Momentum und würde daraus nicht ableiten, dass sozusagen, also ich halte es für ein wichtiges Werkzeug. Aber wo du recht hast, ist... Was ich angesprochen habe, war eigentlich also etwas anderes. Sobald jemand eine Bewegung oder eine Meinung außerhalb des Spektrums. Ah ja, das kann nur irgendwie. Das ist falsch. Ja, aber wenn es zum Beispiel. Wenn es diese Bewegung nicht schafft, auch zum Beispiel Fridays for Future. So, jetzt müsst ihr schon alle langsam zu Ende kommen. Es darf halt nicht sein, dass. Das kann man ja nicht. Es ist schwer, aber machbar. Okay, jetzt müssen wir alle langsam zu Ende kommen. Es ist schwer, aber machbar. Und es ist deswegen, wir machen diese Runde deswegen, damit ihr jetzt, wenn ihr wollt, euch meldet und auch berichtet von diesen Diskussionen, die ihr hattet. Also bitte tragt... Ja, bitte tragt rein. Nee, schon die, ja. Schon, bitte tragt rein, was ihr besprochen habt. Das ist der Sinn, den wir uns denken, um diese Murmelrunden zu machen, dass das natürlich auch hier dann in den großen Raum kommt. Jetzt, was in den großen Raum jetzt kommt, sind unsere Kommentatorinnen. Denn in dem Format von Unteilbar Denken versuchen wir quasi auch zwei BeobachterInnen einzuladen, die sich das Ganze anschauen und dann kommentieren. Zwei sogenannte Response-Positionen. Und dazu eingeladen haben wir Hengame Yagobifara. Ja, Hengame, auch feministische Mitstreiterin beim Missy Magazin seit Jahren, deutsch-iranische Journalistin, Kolumnistin, DJ, eine nicht-binäre Person. Ja, neulich hast du zusammen mit Fatima Aydemir ein Buch herausgebracht, was auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Eure Heimat ist unser Albtraum und bist für mich und ich glaube für viele Leute hier in Deutschland eine wichtige Sprecherin für People of Color und die LGBTQI+-Bewegung. Hengame, was denkst du zu unserer Diskussion? Genau, also ich habe mir so ein paar Notizen, soll ich aufstehen eigentlich? Okay, ich fand es super wichtig, was Sabine Haag am Ende gesagt hat, ne? Dieser Reminder, dass Identitätspolitik ein Konzept ist von schwarzen, lesbischen Marxistinnen und deswegen beziehe ich mich auch immer sehr gerne um den Begriff und benutze keine Synonyme, denn ich beziehe mich gerne auf schwarze Frauen, auf Lesben und MarxistInnen. Und ich denke, die neoliberale Aneignung von diesem Konzept ist deshalb möglich, weil in unterschiedlichen Kämpfen reaktionäre Anknüpfungen zugelassen werden.
Zum Beispiel wurde gesagt, die Gelbwesten seien im Großen und Ganzen links. Das stimmt einfach nicht. Es sind super viele Rechtsradikale und Antisemiten dabei. Und das kann man auch nicht so romantisieren, nur weil sie für ArbeiterInnenrechte auf die Straße gehen. Und das ist einfach die Gefahr, die besteht, wenn Formulierungen schwammig sind und wenn jede Person das Gefühl hat, irgendwie dann eine Anknüpfung zu finden. Es macht Bewegung schwerer, aber was passiert, wenn in Deutschland Bewegungen gestartet werden, sehen wir zu oft. Und dass die werden, wenn sie nicht von vornherein recht sind, auch von Rechten oft eingenommen. Und dann zu sagen, die Leute, die marginalisiert sind, müssen dranbleiben oder sich einfach durchsetzen, ist einfach auch Quatsch, weil niemand hat Bock, sich noch in seiner Freizeit, in seinem Aktivismus noch ein bisschen extra Gewalt abzuholen. Und deswegen sozusagen sind Nazis erfolgreicher, weil sie sich nicht wegekeln lassen. Weil sie einfach auch innerhalb dieser Gesellschaft nichts zu befürchten haben. Genau, ich finde es auch schwierig dann irgendwie, also es wird ja auch dann irgendwie von, es finden Verschwörungen über Eliten statt, dahinter steckt dann auch oft intellektuelle Feindlichkeit und Antisemitismus. Und da wird aber vergessen, woher kommt eigentlich Armut? Das sind nicht Leute, also Hartz IV haben nicht Leute erfunden, die Rassismus und Transfeindlichkeit kritisieren, sondern die rot-grüne Regierung. Und deswegen, ja genau, Neoliberalität bleibt einfach auch ein Knackpunkt, denn ob jemand links ist oder nicht, erkennt man nicht daran, wie seine Positionen zum Thema Diversität stehen. Es wird darüber gesprochen, wen wollen wir in den Vorständen haben, aber nicht alle wollen in diese Vorstände, viele von uns wollen diese Vorstände abschaffen und nicht da reingehen und irgendwie auf dem Gruppenfoto nicht lächeln. Und auch wenn wir so verharren an so Repräsentation und Sichtbarkeit, da wird ignoriert, dass Sichtbarkeit zum Beispiel oft auf Kosten von Sicherheit geht und dass das nur eine sehr kurzfristige Lösung sein kann, um irgendwie Vorbilder zu schaffen, Leute zu empowern. Aber nach dem Empowerment kommt eigentlich der eigentliche Kampf. Und genau deswegen, also es gibt irgendwie so feministische Bündnisse und Panels oder so bürgerliche oder so linkere Sachen, wo aber dann Leute von der CDU dabei sind, wo ich so denke, seit wann reden wir mit Leuten von der CDU? Also was hat die Person da beizutragen? Und deswegen, die Rechten haben halt im Gegensatz zu Linken nicht so eine Partei, auf die sie sich einigen können, sondern auch mega viel Kohle. Und unter Linken und Feministinnen wird dann lieber nicht über Geld gesprochen, weil niemand zugeben will, dass er reich ist oder aus einer gut situierten Familie kommt oder Nazi-Geld geerbt hat. Deswegen wird es auch nicht weitergegeben, das Geld, weil man so tut, als würde es nicht existieren. Und das andere Ding ist, es wird einfach auch viel über das eigene Weißsein gebondet. Und davon lassen sich auch weiße Linke verlocken. Sie finden, sie haben reaktionäre Haltungen gegenüber Veränderungen, weil es mit Machtabgabe zu tun hat. Sie bekommen dann in ihren Ängsten Zuspruch von Rechten und hopsen rüber oder trinken zusammen ein Bier. Und deswegen, das ist wieder so eine Abgrenzung, die nicht stattfindet und wo dann irgendwie so eine Verschmelzung stattfindet. Und den letzten Kitt setzt dann die bürgerliche Mitte, die dann mit Rechten unter anderem nicht nur über Weißsein, sondern auch über Antikommunismus bonden kann. Und auch das können Leute, die irgendwie sich antirassistisch oder feministisch engagieren, gut. Das heißt, für mich stellt sich im Endeffekt nicht soziale Frage versus Identitätspolitik, sondern wer bondet mit wem und wer verhindert dadurch Allianzen, also Weißsein, Antikommunismus, Hass auf Arme und da spielen ja auch zum Beispiel Hurenfeindlichkeit und Sexismus mit rein, aber auch Rassismus und insbesondere auch Antiromaismus, das sind alles so Kategorien, wo innerhalb dieser größeren Bewegung sehr viel mit reingegeben wird. Ich frage mich deswegen nicht, was kann ich tun, damit bürgerliche Leute oder weiße Linke sich mit mir solidarisieren,
sondern was tun diese Leute, um mitzukämpfen? Mein Vertrauen gewinnen sie ja nicht dadurch, indem sie sich mit einem progressiven Kommentar profilieren, sondern ich will einfach uneingeforderte solidarische Handlung sehen, ohne dass irgendwie ein Dankeschön erwartet wird, weil sie verstehen sollen, dass sie es nicht für mich machen, sondern für eine gesamte Gesellschaft und nicht so eine partikuläre Befreiung stattfinden kann, sondern nur, wenn ja, alle befreit werden. Ja, danke, Hengameh, für dieses erste sehr pointierte Schlaglicht auf die Debatte. Ich darf unseren zweiten Respondenten kurz vorstellen, Raul Selig, Schriftsteller, Journalist und Politikwissenschaftler, wichtiger Analyst der spanisch sprechenden Teile der Welt, Lateinamerika, Spanien. Spanisch ist immer noch, auch wenn alle denken, das ist Englisch, Spanisch ist immer noch die Sprache, die am häufigsten in der Welt insgesamt gesprochen wird. Das ist eine Region der Welt, über die wir immer viel zu wenig, glaube ich, im Blick haben. Dein letztes Buch ging auch um Spanien, eine politische Geschichte der Gegenwart, im vergangenen Jahr erschienen. Jetzt bin ich gespannt auf deine Eindrücke der Diskussion. Ja, also ich habe den Eindruck gehabt, dass unter euch Vieren ja eigentlich viel Übereinstimmung war, beziehungsweise ich auch viel Übereinstimmung hatte mit dem, was Sabine am Anfang gesagt hat, dass sie ja stark gemacht hat, dass es darum geht, aus den Unterschieden das sich zuzuhören und eine Gemeinsamkeit nur aus einem Dialog und einer gemeinsamen Praxis entwickelt werden kann. Das ist als Ausgangspunkt, glaube ich, wichtig. Aber ich will auch nochmal stark machen, was ich an der Kritik, der die letzten Jahre aufgeploppt ist, über die sogenannten Identitätspolitiken, was an der vielleicht richtig ist, obwohl wir natürlich, ich bin ja auch im Parteivorstand der Linken und wir haben ja hart gekämpft, um diese meiner Ansicht nach reaktionäre Kritik abzuwehren. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, der daran richtig sein könnte und den man bedenken sollte. Und zwar glaube ich, dass es ein sehr starke, in dieser Diskurslinken, wie Guillaume das genannt hat, nach wie vor eine starke liberale Tradition gibt. Nichts gegen Liberalismus, aber der Liberalismus hat meiner Ansicht nach historisch ein ganz großes Problem, weil er davon ausgeht, erstens, weil er das Individuum so setzt ins Zentrum seines ganzen Denkens und vielleicht nicht die sozialen Beziehungen. Zweitens, weil er glaubt, mit Rechtsgleichheit, mit einer formalen Rechtsgleichheit sei Gleichheit hergestellt. Und drittens, weil er die Eigentumsverhältnisse als Machtressource weitgehend oder komplett ausblendet. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn man also von links kritisiert, glaube ich, marxistische oder materialistische Kritik macht deutlich, es nützt uns erstmal überhaupt nichts, formal gleich zu sein, wenn nicht auch Machtressourcen gleicher verteilt sind. Und um Machtressourcen anders zu verteilen, müssen wir eben nicht nur über Umverteilung reden, sondern eben auch über Eigentumsverhältnisse ganz zentral. Ihr macht das ja glücklicherweise endlich wieder. Und ich glaube, der Einwand ist richtig, weil eben das Problem an so einer Diskurslinken ist, dass sie sehr stark über das Verhalten des Einzelnen geredet hat oder über das Sprechen des Einzelnen, finde ich noch problematischer. Oder eben, wie gesagt, diese zentrale Machtressource der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich sehr naiv im Blick hat. Und das ploppte auch ein paar Mal auf, wenn ihr so zum Beispiel geredet habt, die politische Macht. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass Regierungen die politische Macht sind, die ist einfach richtig falsch. Ja? Wir wählen nicht die politische Macht, sondern die politische Macht ist eben eingelagert in solchen tieferen ökonomischen Strukturen. Und um das auch nochmal so ein bisschen so zurückzuziehen auf so eine konkrete politische Debatte, es gab schon vor ein paar Jahren ganz gute Diskussionen dazu, einmal die zwischen Butler, Laclau und Žižek, die ganz interessant war über Hegemonie und Universalität. Aber eigentlich auch noch vielleicht viel interessanter für eine politische Praxis ist die zwischen Axel Honneth gewesen und Nancy Fraser, wo Axel Honneth ja so eine klassisch liberale Position vertreten hat und gesagt hat, es geht um Anerkennungskämpfe, sozusagen die formale Rechtsgleichheit herstellen, damit alle freie Bürger werden können. Und Nancy Fraser hat aus so einer demokratisch, linkssozialdemokratisch-sozialistischen Position argumentiert, wir müssen über die ökonomischen Strukturen und über die ökonomischen Machtressourcen reden und deswegen über Verteilungskämpfe, Umverteilungskämpfe. Und das, glaube ich, müsste ein zentraler Punkt sein. Ich glaube auch, dass man zentral auch begreifen muss, es gibt ja sehr wohl was Universelles in unserer Gesellschaft. Ich glaube, wir unterschätzen komplett, wie sehr das Kapital unsere Lebensweisen weltweit normiert, trotz der ganzen unterschiedlichen Identitäten, die wir natürlich entwickeln.
Und ich glaube, dass es deswegen auch ganz stark darum geht, da das Universelle und Gemeinsame stark zu machen. Natürlich nicht in einem Rückfall an so einen Arbeiterklassen, männliche Arbeiterklassenidentität. Das ist ja die schlimmste Form der Identitätspolitik gewesen, so zu tun, als ob das die arbeitende Klasse gewesen sei, die männlichen Arbeiter, die im Blaumann rumlaufen. Das nicht. Aber eben deutlich zu machen, wir müssen die universellen sozialen Rechte stärken. Wir müssen die gemeinsamen kollektiven Infrastrukturen stärken. Das wäre für mich übrigens auch ein Einwand gegen das Grundeinkommen, weil das individuell verteilt wird. Ich glaube, es ist viel wichtiger, viel interessanter, dass wir kollektive, von der Gesellschaft besessene Infrastrukturen haben, Wohnungen, Nahverkehr, Bildung, Gesundheit und so weiter. Und dass wir da tatsächlich auch eine Grundlage haben, auf der wir wieder alle zusammenkommen können, trotz unserer Unterschiede und unserer Differenzen, weil wir natürlich alle Interesse daran haben, dass wir in Wohnungen leben. Wir haben alle Interesse daran, dass wir Gesundheit und Bildung kostenlos zur Verfügung haben. Und ich glaube, dass das auch die entscheidende politische Herausforderung ist, auch gerade, weil du vorhin ja auch ganz richtig gesagt hast, wir reden viel zu wenig über die Eliten oder über die herrschenden Klassen, würde ich sagen. Und es sind auch nicht 2 oder 4%, sondern faktisch sind das eigentlich 0,1%. Und also die tatsächlich die vermögenden Klassen sind. Und ich glaube, dass wir da nach langen und wichtigen Debatten über unsere Unterschiede vielleicht auch wieder hinkommen können, dass wir gemeinsame und universelle Dinge und Strukturen benennen sollten. Nee, oder wir lassen das. Oder ich sage dann, das ganz nur 2 Sätze. Ja. Ja. Guillaume, du willst kurz auf die Hengames Gelbwesten-Kritik reagieren? Ja, ich könnte das nicht einfach im Raum lassen. Also ich frage mich einfach, welche Zeitungen du liest und wieso du so ein Vertrauen in die Zeitung hast, die du liest. Weil Informationen, also muss man sich wirklich suchen, ja, das ist alles. Okay, sehr gut. Ja, es wäre jetzt toll, wenn ihr Lust hättet, dem Ganzen jetzt noch mehr zuzufügen. Dort ist eine Meldung, es gibt Mikrofone im Saal und wir geben die Mikrofone hier weiter. Ich hätte gerne an alle 4 Podiumsteilnehmer die Frage gestellt, dass sie doch mal konkretisieren, was sie sich eigentlich unter der sozialen Frage wirklich konkret vorstellen. Mir ist aufgefallen, dass erst eine Kommentatorin überhaupt das Wort Hartz IV in den Mund genommen hat. Das ist in der ganzen Frage der Diskussion der Beziehung zwischen sozialer Frage und Identitätspolitik nicht ein einziges Mal überhaupt irgendwie erwähnt worden ist. Und gut, ich will es dabei belassen. Ich hätte gerne eure Vorstellung zur sozialen Frage konkretisiert. Ja, vielen Dank. Wir werden einfach ein paar Meldungen sammeln und sonst rennen wir zu schnell aus der Zeit, was wir ohnehin schon tun. Ich sage normalerweise nie was, weil ich immer denke, ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Und ich glaube, damit fängt es dann halt eben schon an. Also meine Frage ist, ich finde es gut, dass auf diese Art und Weise weiter diskutiert wird und weiter geforscht wird. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist der Punkt der menschlichen Natur. Also der Mensch als Spezies, der, glaube ich, ohne Identität, glaube ich, gar nicht existieren kann. Und ich glaube, dass die rechte Bewegung aufgrund ihrer Identitätspolitik so populär wird, weil sie das mit einfachen Mitteln sozusagen den Menschen dazu kriegen, so wie er funktioniert, völlig unverkopft auf ihre Seite zu kriegen und ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Während ich das oft wahrnehme, dass in den linkeren oder intellektuelleren Kreisen die Leute sich uneinig sind, sich gegenseitig streiten oder dass Machtkämpfe auf eine ganz andere Art und Weise ausgeführt werden und viele Leute das Gefühl haben, dass sie da nicht mithalten können. Und ich das nur mal so in den Raum stelle, jetzt dann natürlich keine Lösung dafür habe, was man daran ändern kann, sozusagen einen Dialog zu finden, sozusagen mit mehr Leuten, die, weil ich das auch oft mit, ich bekomme das oft mit, diese Stimmen, ja, ich kann da nicht mitreden, ich weiß nicht genau, die sind mir intellektuell zu hoch. Und das halte ich für ein Grundproblem, glaube ich, in diesen ganzen Debatten, warum hier auch so wenige Leute sitzen,
Na, komm mal. So wenig Leute sitzen hier. Nein, das stimmt. Es sitzen auch wenig Leute hier, weil es so warm ist. Aber ich glaube, dass, also... Okay, ja. Got your point. Zu komplex und wer kann da mitmachen? Ja. Ja, ich möchte von dem Unteilbar Denken aus nochmal einen ganz praktischen Vorschlag vom Unteilbar Bündnis hier reinbringen. Und zwar möchte ich vorschlagen, dass wir alle am 24. August nach Dresden fahren und dort versuchen, nochmal eine große Demonstration mit zu unterstützen, wo wir die Kämpfe zusammenbringen, die Kämpfe gegen Rassismus, für soziale Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit und vieles andere mehr. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum im August und warum in Dresden? Dazu möchte ich kurz was sagen. Und zwar am 1. September sind in Sachsen und Brandenburg Landtagswahlen. Und ob wir wollen oder nicht, die haben auch einen Einfluss auf uns. Es geht uns alle an, was da passiert. Denn wenn die Ergebnisse dort so aussehen wie die von den Europawahlen, dann droht dort eine Koalition von AfD und CDU. Falls sie dort zustande kommt, wird sie danach bundesweit in anderen Bundesländern, vielleicht irgendwann sogar auf Bundesebene, zur Option und macht damit alles kaputt, woran wir hier gerade arbeiten. Und deswegen möchte ich euch alle einladen, helft mit, diese Demo bekannt zu machen, groß zu machen, denn wenn wir dort es gemeinsam schaffen, ein positives Zeichen von Dresden aus in die ganze Republik zu senden, dann sind wir auch alle in all unseren verschiedenen Kämpfen, sind wir danach gemeinsam stärker und da können wir, denke ich, ansetzen. Paar kleine Punkte, die man ganz direkt dazu beitragen kann. Vorne, wenn ihr zur Tür rausgeht, liegen da Flyer. Man kann sie auch bei unteilbar.org bestellen, kann sie weiterverteilen. Wir werden am Ausgang Fotos machen, wo ihr auch nochmal auf Social Media zeigen könnt, ihr fahrt nach Dresden und warum eigentlich, damit wir gemeinsam da eine kleine Welle auslösen und Leute mitnehmen können. Und natürlich könnt ihr uns auch unterstützen mit einer Spende, weil so eine Demonstration kostet Geld für Flyer, für Lautsprecher, für all das. Genau, und dafür sind wir auf die Unterstützung von jedem und jeder Einzelnen hier im Raum und auch im Livestream angewiesen und wollen mit euch allen gemeinsam am 24.8. nach Dresden fahren. Danke, ja, und es gibt noch mehr, da kommen wir später darauf nochmal. Gibt es noch weitere? Ja, bitte. Als ich hier zur Veranstaltung gekommen bin, dachte ich, dass ich unteilbar eigentlich auf die gesamte Gesellschaft beziehen würde und hatte jetzt hier in einigen Kommentaren das Gefühl, dass sich das auf ganz viele verschiedene Interessen bezieht und ja auch schon hier an sich das Panel ziemlich divers war, aber trotzdem der weiße Mann oder aber auch die CDU ziemlich stark eigentlich dämonisiert und auch nicht in einen Diskurs eingebunden wird. Und da ist meine Frage eigentlich, inwiefern, um inklusiv zu sein, auch Diskurs mit politisch Andersdenkenden oder aber denjenigen, die irgendwie oft als das Gegenteil verteufelt werden, notwendig ist. Dankeschön. Spannend, spannend. Ich finde, es gibt schon sehr viele Sachen, die diskutiert werden können. Noch ein Beitrag. Hier noch eine und dann. Ja, Mechthild Rawert, Angehörige der sehr hier heute schon vielfach diskutierten Spezies Sozialdemokratin. Und ja, man kann es mit Humor nehmen, man kann es aber auch gebasht werden, das ist alles kein Problem. Die Frage ist, die vorhin aufgeworfen worden ist, für diejenigen, die hier nach der These hier am Spielfeld stehen, und sage ich jetzt mal von den anderen, die die Spiele zu gestalten haben, erwarten, wie wird diese Kommunikation gestaltet? Und da ist tatsächlich auch die Frage, wie ist das hier gedacht? Wie ist die institutionelle Politik hier mit eingebunden, außer
dass sie letztendlich sowieso das Letzte ist. Und nur hier ist die Sozialdemokratin, also die erwähnt worden, also die hätte jetzt eine besondere Liebe von euch gefunden. Ich sage das deshalb, weil ich bin Frauen-, Gleichstellungs- und Genderpolitikerin. Ich habe wesentlich mit dazu beigetragen, dass die Ehe für alle durch und umgesetzt worden ist und werde mir auf keinen Fall nachsagen lassen, die soziale Frage zu wenig berücksichtigt zu haben. Deswegen meine Frage, wo sind eure Anknüpfungspunkte, tatsächlich unteilbar zu sein, zusammen mit Politik? Okay, es sind viele Fragen auf dem Tisch. Deswegen würde ich sagen, das ist jetzt die letzte aus dem Publikum erstmal. Nee, nur ein kurzer Bemerkung zu der Dame eben. Ich bin aktiv bei Caro Hilft und wir kümmern uns also nicht nur um die Refugees, sondern auch um sozial Leute mit sozialen Schwierigkeiten. Das eine ist, ich habe in der Zeit unheimlich viel unteilbar auf unterer Ebene kennengelernt, wo linke Politiker mit CDU zusammen und da lassen wir uns auch nicht teilen und wir sind sozusagen da ein Herz und eine Seele. Da ist eigentlich schon das, was wir jetzt im Großen diskutieren, schon im Kleinen vorgegeben. Deswegen auch die Frau, die da jetzt gesagt hat, oder auch jetzt die SPD-Politikerin, da habe ich Respekt vor all denen und ich kann auch da mit den Leuten ganz offen diskutieren. Kurze Antwort da. Und dann hat der eine Herr gesagt, dass die Ursache der Rechten, dass diese Identität, ich glaube, es gibt lauter und kleine Ungerechtigkeiten innerhalb der Familien, der innerhalb von Berlin, Deutschland, Europa, der ganzen Welt und die gilt es nach und nach abzubauen, Ungerechtigkeiten hinsichtlich der Verteilung und das lässt sich sicher nicht von heute auf morgen machen, aber das wird unbewusst oder bewusst ausgenutzt und letztendlich ist es so, solange wir uns gegenseitig die Brosamen hin und her schieben und wegnehmen und auf höherer Ebene sozusagen das Geld akkumuliert, sind wir vielleicht fast selbst dran schuld. Ne? Also wir dürfen uns im Prinzip nicht auf dieser Ebene teilen lassen, sondern müssen tatsächlich, wie es immer gesagt wird, die soziale Frage angehen. Und da ich nun aus dem Osten komme, wird uns immer wieder auch als Totschlagargument gesagt, na, ihr habt doch gesehen, wie ihr diese Frage lösen könnt, hat nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite wird immer auch gesagt, der Kapitalismus zeigt doch für jeden irgendwelche Perspektiven und alle können sich entwickeln. Stimmt zwar nicht ganz, aber das sind die zwei Totschlagargumente, die ich bei diesen Lösungen für die soziale Frage immer wieder höre. Und ein bisschen lullt mich das auch ein, weil, wie gesagt, das hat ja wirklich nicht funktioniert, dieses System, was mich auch traurig macht. Aber ja, da wird man wahrscheinlich die Gesellschaft auch nicht dazu bringen, nochmal einen Versuch zu starten. Also würde mich jetzt auch interessieren, die Frage ging ja an die vier im Kreis, wie wird die soziale Frage eventuell lösbar sein? Ja, sehr gute Frage. Sehr, gut, vielleicht noch an den Tisch oder auch an Raul und Hengame. Und wenn es geht, es muss nicht alle auf alles antworten. Vielleicht eine von euch antwortet auf die Frage von der CDU, eine andere auf die Frage von, wie wollen wir mit der Politik, mit der institutionellen Politik zusammenarbeiten. Jemand sollte sagen, was ist konkret die soziale Frage? Und ihr müsst auch nicht alle was sagen, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit so ein bisschen, vielleicht auf Hengame nochmal, die gesagt hat, es geht um die soziale Frage, es geht um Bonden. Raul, der gesagt hat, was ist mit der liberalen Gleichheit und sozusagen, die ist einfach zu machen, aber was ist mit den Eigentumsverhältnissen? Sucht doch was aus. Wir sind schon über der Zeit, also ja, das okay, so zu. Gut, dass wir nicht alle Fragen beantworten müssen. Ich pick mir jetzt ein paar raus. Also zu der Dame von der SPD. Das hat Gabriel gesagt, nicht wir haben diese Dichotomie aufgemacht, sondern führende Politikerinnen und Politiker der SPD. Wie bitte?
Genau, aber es hat starke Implikationen auf die Politik gehabt und auf Entscheidungen, die getroffen worden sind. Das nur sozusagen als Disclaimer. Aber Sie rennen letztlich offene Türen ein mit dem, was Sie sagen. Denn Sie haben recht, indem Sie, wenn Sie sagen, um sozusagen bei diesem Bild zu bleiben, was ich aufgezeichnet hatte, das war ja genau meine Kritik. Meine Kritik war ja genau das, nämlich, dass wir nicht von der Tribüne hin aufs Spielfeld gehen. Und es ist einfach von außen zu kritisieren. Es ist schwer umzusetzen. Und ich weiß, wie schwierig es in der großen Koalition mit einer CDU, da versuchen irgendwie progressive Positionen durchzuziehen. Dessen bin ich mir bewusst. Und genau das ist ja auch meine Kritik, die ich sozusagen an uns, mit wir meine ich dann jene, die sozusagen aus einer kritischen Perspektive auf Politik schauen, aus einer also Critical Theory Brille vielleicht oder aus einer antirassistischen Brille, aus einer feministischen Brille etc. Und ich finde, ich halte es wirklich für ein großes Problem, und es klang jetzt immer wieder an, so jetzt auch bei einer weiteren Person, wo es darum ging, dieser weiße alte Mann als Feindbild, also kurz auch hier als Disclaimer, ich halte es wichtig, auch mal weiße alte Männer zu benennen, weil alle anderen werden ständig benannt, und es ist wichtig, auch mal die spüren zu lassen, was es bedeutet, als Kollektiv wahrgenommen zu werden. Aber es soll natürlich nicht das Ziel sein, dass wir alle Menschen, soll ich lauter sprechen? Sie spricht, ne? Ja. Danke. Aber es ist wichtig, oder das Ziel ist nicht zu sagen, alle sollen irgendwie gelabelt werden und alle sollen als Kollektiv verstanden werden, sondern es ist nur ein Werkzeug, um einmal spüren zu lassen, was es bedeutet, kein Individuum mehr sein zu dürfen in einer Gesellschaft. Letztlich aber finde ich, wo wir hin müssen, und da bin ich vielleicht, ich will damit nicht, das ist es mir auch wichtig zu sagen, ich will damit nicht kleinreden, was bisher gemacht worden ist. Die Erfolge der bisherigen feministischen, antirassistischen etc., die will ich in keinster Weise kleinreden. Und sie haben nach wie vor in der Zukunft eine wichtige Rolle in ihrer sozusagen kritischen Haltung, und sie wirken als wichtiges Korrektiv. Was aber auch passieren muss, sozusagen, weil Gleichzeitigkeiten sind wichtig, was auch passieren muss, ist eine Position, die antirassistisch, feministisch etc., die Klassenfrage mitdrängt, die soziale Frage mitdrängt, all diese Fragen mit der intersektional denkt und aber, das ist das, was ich eingangs versucht habe zu sagen, Verantwortung für alle übernimmt. Auch den, also mitregieren, also wir müssen uns einmal vorstellen, wie wäre es, wenn wir regieren würden? Auch für die Interessen eines Menschen eintreten müssten, der in Anführungszeichen dem Feindbild entspricht, das hier immer wieder genannt worden ist. Diese Haltung müssen wir auch entwickeln, nicht weil ich sage, deren Haltung wurde oder deren Interessen wurden nie vertreten, sondern ich glaube, dass ein anderes Denken eintritt, wenn man sich für alle mitverantwortlich fühlt, auch denen, die sozusagen privilegiert sind. Und wirklich mein letzter Satz dann, das ist nämlich, glaube ich, das Einzige, wie es lösbar ist. Wir werden nur all das mitdenken können, wenn wir es aktiv mitdenken. Und für mich ist die soziale Frage oder ein Ansatz, alles ist natürlich, es braucht viele Ansätze, aber ein wichtiger Ansatz, um diese Probleme zu lösen, ist beispielsweise in der sozialen Frage als Beispielperson eine Person zu haben, die mehrfach diskriminiert ist, und von dieser Person ausgehend sozusagen eine Politik zu entwickeln. Das sind sozusagen die Ansätze, wenn wir... Okay. Wer von euch, ich würde sagen, noch einer von euch spricht, und dann würde ich noch gerne noch eine Runde Publikum machen, dann spricht die restlichen zwei. Wollen wir das so machen? Dann gibt es noch mehr Stimmen. Ich finde, es gibt sehr viele nicht miteinander vereinbare Positionen im Raum. Noch einer spricht? Ich würde gerne nur ganz kurz. Ja. Also, weil zum Thema, das war die erste Frage, warum Hartz IV nicht angesprochen wurde. Wichtige Frage übrigens. Und vielleicht also, um diese Diskriminierungsdebatte nochmals zu verdeutlichen, das Problem damit. Wenn in einer bestimmten Gesellschaft hoffentlich bald eine lesbische Afrikanerin nicht mehr diskriminiert wäre,
dann würde sie weiterhin eine lesbische Afrikanerin bleiben. Aber wenn ein Hartz-IV-Empfänger nicht mehr diskriminiert wäre, würde er Hartz-IV-Empfänger bleiben? Und da, glaube ich, an der Antwort scheinen sich eben also die Liberale und die Antikapitalisten. Aber der Hartz-IV-Empfänger hat ja auch Identitäten. Das Sache ist nur, darum geht es nicht. Ja, aber das Problem ist nur, dass bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft benannt werden und andere sind sozusagen... Das war keine Frage an dich übrigens, das war nur einfach eine, Entschuldigung, das war nur einfach eine Frage in den Raum. Also wir haben jetzt gerade entschieden, es ist zu spät eigentlich, um noch eine Runde im Publikum zu machen. Aber wir würden jetzt hier noch eine richtige Runde machen. Wenn du noch was zu sagen hast, bitte. Wollt ihr, ja? Ja. Es ist jetzt am Ende ein bisschen mehr Kontroverse aufgekommen, ist auch gut so. Die Frage der Politik, die auch hier gestellt worden ist, die stellt für sich für mich nicht. Für mich ist nicht die Politik die Parlamentarier und die Regierung und dann auf der anderen Seite steht die Gesellschaft. Die Politik ist das, was wir machen. Wir haben uns immer viel zu lange zurückgezogen und haben gesagt, haben bestenfalls Forderungen an die Politik gerichtet. Ihr müsst das so und so machen. Ihr hättet das so anders machen müssen. Die Frage der Selbstermächtigung, wir machen selbst die Politik, ist die Grundlage unserer Arbeit in den Mieterinnen und Mieterinitiativen. Und das begann vor einigen Jahren mit dem Spruch, verdammt, wir müssen alles doch selbst machen und das müssen wir dann auch. Natürlich kenne ich die politischen Institutionen. Ich werde morgen Abend meine Veranstaltung sitzen und mit Abgeordneten reden, um kleine Verbesserungen in einem bestimmten kleinen Bereich zu erreichen. Und ich rede auch ständig mit Politikern und mit Politikern. Trotzdem verstehen wir uns als Teil der Politik, zumindest als Teil der Politik. Und wir müssen immer ins Gedächtnis rufen, es interessiert mich weniger, wer gerade an der Regierung ist, sondern welche gesellschaftlichen Mehrheiten ich organisieren kann. Dann ist die Frage der Regierung eine zweitrangige, keine völlig unerhebliche, aber eine zweitrangige Frage. Dann gibt es aber trotzdem bestimmte Unterschiede. Also es wurde die Frage gestellt, soll man nicht mit politischen Gegnern reden und, oder mit wem darf man reden? Hengamer hat gesagt, mit der CDU soll man nicht reden. Also in bestimmten Fällen rede ich sogar mit der CDU, wenn ich was glaube, erreichen zu können. Die Frage ist, ob man institutionell solchen Rahmen schafft. Und da rede ich zum Beispiel mit AfD-Funktionären grundsätzlich nicht. Es sei denn, es sind ganz bestimmte kontroverse Situationen, wo man klar dann auch sie stellen kann. Mit AfD-Wählerinnen und Wählern rede ich wahrscheinlich tagtäglich. Ich frage ja die Leute nicht auf der Straße, mit denen ich rede, oder bei Mieterinitiativen, wen die gewählt haben. Das ist für mich nicht die Ebene und ich setze auch nichts voraus. Du darfst nur mit mir reden oder mit mir aktiv sein, wenn du irgendwelche Vorleistungen gebracht hast. Was ich allerdings nicht mache oder wo ich davon ausgehe, dass es keine gemeinsame Ebene gibt, ist eine Minderheit, die von diesen Diskriminierungs- und Unterdrückungsmechanismen profitiert. Es gibt das schöne Gedicht von Brecht vom Klassenfeind und es stimmt weiterhin. Also, da gibt es eine Ebene, das Wort wird nicht gefunden, was uns jemals vereint. Und es gibt diese 0,1, 0,5 oder 1%, wie man das berechnen kann, die profitieren davon, dass andere Leute diskriminiert, unterdrückt und ausgebeutet werden. Ich will auch die nicht als Personen irgendwie vernichten oder sowas, ich will aber ihre Herrschaftsmechanismen zerstören. Und deshalb sind sie für mich auch kein Ansprechpartner oder Diskussionspartner. Sie sind mein Gegner. Und Gegnerinnen im Rauken gibt es davon auch. Und die gilt es zu bekämpfen in jeglicher Hinsicht. Und daher ist meine politische Aktivität nicht inklusiv für alle. Für eine große Mehrheit ja, aber nicht für alle. Werder, das letzte Wort. Also ich würde gerne das sagen, was ich letztes Mal schon gesagt hatte. Für mich geht es im Moment, und das war glaube ich auch die Zeit, als Unteilbar mit 240.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, Antifaschismus die große Stunde der Frage. Nämlich die Frage, wie verhindern wir, dass dieses System so wird, dass wir solche Gespräche wie heute gar nicht mehr in dieser freien Art sprechen können, in der möglicherweise dann hier niemand mehr sitzt, wenn es heißt, die Kamera ist drauf, weil man Sanktionen fürchten muss. Und ich sehe ehrlich gesagt die Gefahr, dass es darauf hinläuft. Also es ist sehr, sehr schwarzmalerisch, aber ich finde, wir müssen die
Gefahr, dass es einen faschistischen Regimewechsel in den nächsten 10, 20, 30 Jahren gibt, ernst nehmen. Und dann rede ich schon mit der CDU, weil ehrlich gesagt, das sind die Leute leider, auf die es dann ankommen wird, die dürfen nicht nach den Landtagswahlen mit denen koalieren zum Beispiel. Also das wäre sowas, da müssen wir die alle anschreiben, wir müssen alle hingehen und denen nochmal sagen, hey, wenn ihr nur einen Funkenverstand habt, macht ihr das nicht. Ich sehe aber natürlich den Punkt, wo man wann mit wem koaliert und welche Themen wann wichtig sind. Die soziale Frage, und das wäre dann mein zweiter und letzter Punkt, die geht für mich weiter als Hartz IV. Also warum ich zum Beispiel Hartz IV nicht explizit erwähne, liegt nicht daran, dass ich das nicht sehr, sehr wichtig fände. Aber wir haben ja vorhin gehört, die halbe Welt gefühlt spricht Spanisch. Das ist nicht schön, das ist eine Folge von Kolonialismus. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben eine Schieflage und ein ausbeuterisches System, in dem wir leben. Da können manche Leute noch glücklich sein, wenn sie einen Hartz-IV-Antrag stellen können. Und die sind auch nicht hier, wahrscheinlich, weil sie keine Zeit haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil sie irgendwie gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Und das ist für mich so ein Teil der sozialen Frage. Und die soziale Frage ist so groß, dass es nicht so einfach ist zu sagen, wir reden jetzt darüber, über diesen einen Punkt. So. Natürlich sollte man das alles benennen, aber es geht eigentlich darum, um prekäre Lebensbedingungen, darum, dass man eben keine Zeit hat, sich so Gedanken zu machen, wie wir sie uns heute machen. Das ist ein wahnsinnig toller Luxus. Und deswegen wäre mir auch nochmal wichtig, immer am Ende der Unteilbar-Sachen auf diesen Punkt zurückzukommen, was wir nämlich teilen. Und das ist dann schon sehr viel. Und da brauchen wir die Politik, da brauchen wir einfach alle, da brauchen wir die Straße, da brauchen wir auch die Intellektuellen. Ich reagiere immer ein bisschen allergisch, wenn man sagt, das ist, wenn Leute wie ich etwas sagen und dann wird gesagt, das sei zu intellektuell abgehoben, weil eigentlich muss man auf die Straße gehen. Ja, muss man. Aber ich weiß nicht, ob das erstens mein Job ist, ob es nicht auch erlaubt ist, dass Leute wie ich oder wir auf intellektueller Ebene mitsprechen. Und diese Geschichten sind fast immer Aufsteigergeschichten. Also ich glaube, der Grund, warum viele, die Antirassismus machen, nicht immer soziale Frage ganz explizit benennen, ist, weil es irgendwie automatisch mit drin ist. Also ich glaube, die kann man an zwei Händen vielleicht abzählen. So die Menschen, die keinen Aufstieg gemacht haben, aber schwarz sind und in Deutschland erfolgreich. Nee, davon gibt es noch nicht mal zwei Hände voll. So glaube ich, fürchte ich. Und das sich nochmal anzugucken und zu sagen, okay, aber unteilbar, wir können uns alle einigen auf diese, also mit der AfD würde ich auch nicht sprechen und das ist gerade das große Problem und steht eben wirklich ein Nicht-Rechtsruck, wäre da noch zu harmlos für das, was uns ins Haus stehen könnte und da sind wir uns einig und darauf sich zu konzentrieren und nochmal zu gucken, das sind so die Gemeinsamkeiten, genauso wie Miete auch. Also es gibt einfach so existenzielle Fragen und da sind wir dann eben doch richtig viele und das Gefühl braucht es auch, finde ich. So. Ja, vielen Dank. Das war jetzt doch eigentlich ein gutes Stichwort. Am Ende haben wir tatsächlich viel mehr Kontroversen gehabt, als wir vielleicht gestartet haben. Aber auch das finde ich ein gutes Ergebnis eines unteilbar Thinktanks. Vielleicht sind es keine Unvereinbarkeiten am Ende, aber eben doch auch unterschiedliche Positionen, die was mit unterschiedlichen positioniert sein in der Gesellschaft zu tun haben, die was mit unterschiedlichen, Ferda Ataman hat es gerade angesprochen, sozusagen auch mit unterschiedlichen sozialen Herkünften und sozialstrukturellen Biografien zu tun hat. Es gibt einen Satz von Judith Butler, die sagt, wenn die Kopien beginnen zu sprechen, kommt das ganze System der Vernunft durcheinander, was die eigentliche Krise von Anfang an gewesen ist. Und ich glaube, das ist die Situation, in der wir sind. Das ist ein Teil der Reaktion der sogenannten weißen alten Männer, was zunächst ja auch eine Sozialfigur meint, eine soziale Position meint und nicht pauschal eine ganze Gruppe. Darüber haben wir einiges heute Abend auch angesprochen, sozusagen die regressive Reaktion darauf, dass die Kopien, diejenigen, die nicht gemeint gewesen sind, beginnen selbst zu sprechen, aufs Spielfeld zu gehen. Wir müssen jetzt heute Abend das Spielfeld erstmal verlassen, aber werden uns sicherlich im Herbst, in der neuen Spielzeit, in der einen oder anderen Formation zu all diesen Fragen unter dem Dach von Unteilbar wiedersehen. Wie es weitergehen wird, wissen wir noch nicht genau. Das müssen wir jetzt dann auch
sozusagen nochmal uns vorlegen, wie diese drei Abende gewesen sind, wie wir das Format weiterführen. Aber es wird sicherlich in irgendeiner Form weitergehen, das bin ich jetzt mal zuversichtlich. Ja, da sorge ich für. Und ansonsten? Ja, danke. Ich wollte sagen, ich finde, es ist klar geworden, worüber wir uns einig sind und worüber wir uns nicht einig sind. Ich würde sagen, wir sind uns einig, dass die Fragen zusammengestellt werden müssten. Wir sind uns nicht einig, in was für eine Art von Politikverständnis, also ich glaube, im Politikverständnis sind wir uns nicht einig. Da gibt es Politikverständnisse, die eben auf eine sehr parlamentarische Art der Umsetzung setzen und Politikverständnisse, die auf eine andere, vielleicht selbstorganisierte Art. Ich finde, wir sind auch uns auch nicht über unser Gleichheitsverständnis einig. Also was bedeutet Gleichheit eigentlich? Und da ist, finde ich, auch schon auch die Identität und soziale Frage da drin. Ist da drin gestellt? Ist es eine liberale Gleichheit oder sind es Eigentumsverhältnisse? Und dann sind wir uns nicht einig, wer darf mit wem reden und wo verbinden wir uns? Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich das, was ich hier die ganze Zeit gehört habe, ist, dass man je nachdem, in welcher Frage man steht, ja, strategisch und operativ ja entscheiden kann, mit wem man sich wann verbindet. Und für diese Frage, die du gestellt hast, letztes Mal und auch dieses Mal und auch in Teilweise stellt, um einen Antifaschismus, einen möglichst inklusiven Antifaschismus zu machen, sind wir ja in der Lage, denke ich, uns noch breiter zu verbinden als, oder müssen wir uns verbinden, operativ und strategisch. Und da könnten sich ja da drin Dynamiken entwickeln, wie Guillaume, du gesagt hast, Dynamiken für Inklusivität, wo wir auch unsere Sprache und unsere Identitäten langsam aber sicher irgendwie zusammenkommen können. Das heißt, strategische Bündnisse für Antifaschismus und deswegen 24. August, das wurde gesagt, müssen wir alle nach Dresden im Vorfeld der Wahlen. Es gibt einen Auftakt. Ich mache jetzt die ganzen Unteilbar-Termine, damit ihr seht, wo Unteilbar eben nicht nur gedacht, sondern gemacht wird. Am 6. Juli gibt es eine Auftaktdemonstration in Leipzig. Das ist quasi die Vorbereitung-Demonstration zur Großdemo vom 24. August in Dresden. Und von Juli bis September gibt es Marktplatz- und Konzerttour, die heißt Wann, wenn nicht jetzt. Da wird quasi auch in größeren und in kleineren Städten im ländlichen Raum, vor allem aber in Brandenburg und Thüringen, wird sozusagen eine Art Tour gehen in Marktplätzen. Und da werden Konzerte gemacht, weil es darum geht, auch Stadt und Peripherie irgendwie miteinander zu verbinden. Das heißt also, Unteilbar konzentriert sich in nächster Zeit nach Sachsen und nach Thüringen. Ja, und das ist, glaube ich, sehr strategisch gedacht. Deswegen, seid alle dabei. Danke, dass ihr da wart, trotz der Hitze. Danke an meine Mitrednerin. Habt noch einen schönen Abend. Applaus